Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Sommerpause ist ein gutes Stichwort. Also ich bin fast direkt aus dem Urlaub hierher gekommen. Und Urlaub ist ja heutzutage auch ein Zeichen unserer Mobilität und der zunehmenden Mobilität. Auch mit gewissen Nachteilen. Ja. Also wir sind mit dem Auto in den Urlaub gefahren, haben dann dort ein Schiff benutzt. Wir konnten mit der Bergbahn und der Gondel dann auf den 3000er hoch. Also sehr bequem mit kleinen Kindern. Früher hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Wir haben auch den Zug dort genutzt. Und auf dem Rückweg haben wir dann aber auch die ganzen Nachteile gesehen, was so unsere sehr individuelle und massenhafte Mobilität bedeutet. Ja, weil nämlich auf der Tauernautobahn war im Prinzip vom Karawankentunnel bis Salzburg ein Auto nach dem anderen, also eine stetige Blechlawine, allerdings stehend. Zu unserem Glück in der Gegenrichtung, alle wollten nach Süden, wir sind zurück nach Norden gefahren, also hat uns das glücklicherweise weniger stark betroffen. Bevor ich aber jetzt auch den ersten Referenten dann hier vorbitten möchte, würde ich gerne noch zwei Fragen an Sie stellen. Die erste: Wer von Ihnen oder welcher Haushalt, in dem Sie leben, von Ihnen hat kein Auto? Oh, überrascht mich ein bisschen, also ich hätte da deutlich weniger gedacht. Und wer von Ihnen besitzt ein Elektro- oder ein Hybridauto oder Auto mit Hybridantrieb? Okay, das dürfte auf die Gesamtzahl der Zuhörer bezogen auch über dem Durchschnitt liegen. Ja, das ist schon mal, finde ich, schon mal interessante Ergebnisse. Ja, dann möchte ich als erstes den Herrn Professor Dr. Joachim Scheiner vorstellen. Er hat Geografie, Statistik und Verkehrsplanung an der Freien Universität Berlin studiert und dort dann auch 2000 promoviert. Dann war er zwischen den Jahren 2000 und 2006 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem Bereich dann auch tätig, dort in Dortmund sowie in Pretoria in Südafrika, und hat dann 2008 im Bereich Raum- und Verkehrsplanung habilitiert, und seit 2014 ist er außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Dortmund. Sein Vortrag geht über das Thema, also ganz grundlegend: Was ist Mobilität? Was bedeutet Mobilität eigentlich für uns? Wie sah es in der Vergangenheit aus? Und was können wir vielleicht auch noch in der Zukunft erwarten? Herr Scheiner, bitte. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich habe meinen Vortrag mal überschrieben mit diesem Songtitel von Nena, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, weil ich glaube, das hat einen ganz ordentlich engen Bezug zu der Art und Weise, wie wir Mobilität heute verstehen müssen im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel und auch dem Wandel der Stadtstrukturen, der räumlichen Strukturen, der regionalen Strukturen, die wir in den letzten Jahrzehnten erfahren haben. Ich habe ganz dankbar den Titel dieser Veranstaltung aufgenommen, weil ich glaube, dass dieses Stichwort Lebensgefühl eigentlich ganz gut eine wesentliche Dimension der Mobilität, die wir heute haben, trifft. Ja, das Stichwort Mobilität als Lebensgefühl sagt uns ja eigentlich auf der einen Seite, dass Mobilität offenbar heute für eine breite Masse eine sehr wichtige Bedeutung hat. Auf der anderen Seite sagt uns das Stichwort Lebensgefühl auch, dass Mobilität offensichtlich ein bisschen was Diffuses an sich hat, ja, was man nicht genau nachvollziehen kann, was man nur erahnt, wo man nicht, vielleicht nur sehr vage Strukturen drin erkennt. Mobilität hat aber durchaus auch sehr konkrete Funktionen, die sie wichtig machen und die sie auch für den sozialen und räumlichen Wandel, den wir eben erfahren, wichtig machen. Eine dieser Funktionen ist die soziale Vernetzung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Denken Sie an den Besuch bei der Familie, bei der Verwandtschaft, die Pflege von Freundschaften zu Leuten, die woanders wohnen. Oder denken Sie eben auch, und ich habe wirklich ganz absichtlich diese vielleicht übertrieben anmutenden großen Worte hier reingefügt, europäische Integration und der Weltfrieden. Wenn Sie sich mal 50 Jahre zurückbeamen, als die ersten jungen Familien mit ihrem ersten VW Käfer an die Adria gefahren sind oder später nach Jugoslawien oder nach Spanien, hat diese Mobilität sicherlich auch dazu beigetragen, eben Europa zu integrieren. Denn wenn Sie sich in diese Zeit zurückversetzen, da war im Grunde genommen die Attitüde, die viele Leute hatten gegenüber Italienern, gegenüber Spaniern, gegenüber Jugoslawen, gegenüber Franzosen, eine Attitüde, die sich nicht so sehr unterschieden hat von dem, wie wir heute, oder wie groß, nicht wir vielleicht, aber wie große Teile der Bevölkerung heute gegenüber Syrern oder Afrikanern denkt. Also das Verhältnis zwischen den Gesellschaften war stark vorurteilsbeladen, und die Mobilität der Arbeitskräfte und eben auch im Tourismus hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich das normalisiert und integriert hat.
Stichwort Arbeitskräfte. Mobilität hat natürlich eine wichtige Funktion für den ökonomischen Austausch. Die räumliche Arbeitsteilung, die Spezialisierung in der Arbeitswelt, die Passgenauigkeit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder auch die Passgenauigkeit jetzt in meiner Branche in der Forschung ist natürlich nur herstellbar, wenn man sich über größere Entfernungen zu Firmen, zu Kollegen, zu Geschäftspartnern hinbewegt und umgekehrt diese Partner sich auch zu einem hin bewegen. Und dann kommt natürlich der ganze Alltag dazu der Menschen, kleinräumliche Wege für die Versorgung, zum Einkauf, für die Naherholung, zur Bildung und ähnliche Dinge, die natürlich auch zur Mobilität gehören. Und Sie wissen alle, die Kehrseite dieser Geschichte ist eben, dass Mobilität starke negative Folgen hat, die wir auch bis heute nur zum kleinen Teil in den Griff bekommen haben, ökologische und soziale Folgen, das, was wir externe Kosten nennen. Externe Kosten, die eben nicht von den Verursachern getragen werden, sondern die wir praktisch in die Zukunft transportieren, nicht decken und wo wir darauf warten können, dass die irgendwann mal von zukünftigen Gesellschaften möglicherweise bezahlt werden müssen. Wenn wir beispielsweise an Emissionen, an Klimawandel denken oder auch an die Flächeninanspruchnahmen, die der Verkehr für sich eben beansprucht oder die sozialen Kosten durch Unfälle. Was ist Mobilität überhaupt? Im Grunde genommen reden wir eigentlich bei räumlicher Mobilität über Fortbewegung. Es gibt auch sowas wie soziale Mobilität. Wenn jemand seinen Beruf wechselt, wenn er die Karriereleiter hinaufsteigt, dann nennen wir das soziale Mobilität. Die ist häufig verbunden mit räumlicher Mobilität, also mit Arbeitsplatzwechseln oder auch mit Umzügen. Im Grunde sind das eigentlich, wenn man es ein bisschen theoretischer formuliert, Positionswechsel in irgendeinem System. Von hier nach da, von oben nach unten, von Hannover nach Dortmund oder woanders hin. Mobilität hat auch noch eine ganze Reihe von anderen Schattierungen als Begriff. Die wichtigste ist wahrscheinlich, dass Mobilität sowohl die realisierte Fortbewegung bezeichnet, also das Unterwegssein, das Wege zurücklegen, als auch eine Chance oder eine Option, ein Potenzial zur Fortbewegung. In dem Sinne wäre beispielsweise ein gesunder Mensch mobiler als ein kranker Mensch. Auch wenn der gesunde Mensch zu Hause bleibt, kann er eben rausgehen, der kranke Mensch kann das nicht. Und insofern ist der gesunde Mensch mobiler. Und wenn Sie diese Stichworte nochmal kurz Revue passieren lassen, selbst wenn wir uns auf so einen kleinen Bereich fokussieren, wie die Verkehrsmobilität, aus der ich jetzt komme, gibt es eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Messansätzen, wie wir Mobilität eben nachvollziehen und messen können, erfassen können. Und die Basiseinheit ist im Grunde genommen der Weg, den jemand zurücklegt. Ja? Im Sinne eines Weges war ich beispielsweise heute nicht besonders mobil. Ich habe nur einen Weg zurückgelegt, nämlich von Dortmund hierher. Bin von zu Hause hierher gekommen. Meine Frau hat in der gleichen Zeit ungefähr drei Wege zurückgelegt. Die waren nämlich arbeiten und danach einkaufen und dann ist sie wieder nach Hause gefahren. Aber wenn ich Mobilität in Kilometern messe, dann war ich sehr viel mobiler als sie, weil ich eben 200 Kilometer zurückgelegt habe und dafür 2,5 Stunden gebraucht habe, während sie für ihre Wege vermutlich heute nur eine halbe Stunde gebraucht hat und nur ein paar Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Was uns gleichzeitig eben auch sagt, dass wir jenseits dieser Frage der Messung von viel oder wenig Mobilität, viele Wege, viele Kilometer, wenige Kilometer, auch unterschiedliche Formen einfach haben, in Form von unterschiedlichen Verkehrsmitteln, also das Wie der Fortbewegung. Mobilität umfasst also sehr vieles. Das Pendeln, den Wechsel des Arbeitsplatzes mit der Folge, dass man einen anderen Berufsweg hat, Umzüge, Fernreisen, die in den letzten wenigen Jahrzehnten deutlich mehr geworden sind, Fahrten zum Zweitwohnsitz, auch das wird deutlich mehr gegenwärtig, aber eben auch diese ganzen kleinräumlichen Bewegungen, der Fußweg zum Supermarkt oder zur Kneipe an der Ecke, was für viele Leute eben genauso wichtig ist und für manche auch noch viel wichtiger als die langen Wege, die uns vielleicht spontan in den Sinn kommen, wenn wir an Mobilität denken. Alle diese Wege, ob kurz oder lang, sind eben mit irgendeiner Aktivität verbunden, mit einer Unternehmung, die man macht, ob das jetzt Einkaufen ist, oder in der Kneipe an der Ecke ein Bier trinken oder einfach nur mit dem Hund spazieren gehen. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Wege, die Hälfte etwa unserer Wege, ist ziemlich kurz, ja, weniger als 3 Kilometer. Ein Viertel der Wege der Deutschen werden zu Fuß zurückgelegt und in den Städten sind es nochmal deutlich mehr. Und Sie haben eben ja selbst Hand gezeigt, wer kein Auto hat. In der deutschen Bevölkerung ist es etwa jeder 5. Haushalt, der keinen Pkw hat. Und in den Innenbereichen der Großstädte geht es hoch bis zu fast jedem 2. Haushalt, der nach wie vor immer noch ohne Pkw lebt. Das ist also alles andere als eine Randgruppe. Wie sieht es im Zeitverlauf aus? Ich muss jetzt zu der Grafik sagen, die ist so ein bisschen tückisch, weil Sie sehen da diese schwarze Linie, die nach unten geht. Das ist der Flugverkehr. Das heißt nicht, dass der Flugverkehr immer weniger wird, denn das sind im Grunde jährliche Wachstumsraten, die hier dargestellt sind. Und diese Wachstumsraten in Prozent ausgedrückt, die waren in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr hoch, aber eben von fast null ausgehend sind die sehr stark nach oben gegangen.
Heute hat sich der Flugverkehr bei ungefähr 5% Wachstum pro Jahr eingependelt und das ist immer noch gewaltig viel. Ja. Ein positives Wachstum von 5% jährlich bedeutet, dass der Flugverkehr sich innerhalb von 15, 16 Jahren verdoppelt. Das sieht im Pkw-Verkehr ein bisschen anders aus. Der fing auch mit sehr starkem Wachstum von fast null ausgehend an und hat sich heute bei praktisch null eingependelt. Das heißt, der Pkw-Verkehr stagniert eigentlich. Das wird gegenwärtig weder wesentlich mehr noch weniger. Und was man aus diesen Trends im Grunde genommen als verallgemeinert ableiten kann, ist, dass wir zum einen einen Trend in die Ferne haben. Das war in den 50er, 60er Jahren vor allem das Ersetzen von Wegen zu Fuß, die Leute gemacht haben, und mit dem Fahrrad im Nahbereich durch Wege mit dem Pkw. Und das ist heute das tendenzielle Ersetzen des immer mehr Pkw-Fahrens durch Fernreisen, vor allem mit dem Flugzeug, aber zum Teil eben auch profitiert davon dann der Fernverkehr der Deutschen Bahn und ein bisschen nur noch das Auto. Als zweiter Trend kann man vielleicht sagen, und dazu müsste man noch mal weiter in die Geschichte zurückgehen, es gibt einen Trend in die Fläche. Ja. Der erste Trend in die Ferne war eigentlich die Einführung der Bahn, die ja historisch vor dem Auto lag im 19. Jahrhundert. Aber die Bahn hat im Grunde genommen den Raum für einzelne Linien, linienhaft, punktuell erschlossen, weil man mit der Bahn eben an Stationen gebunden ist. Während dann später, als das Auto kam, das Auto erstmals im Grunde genommen in der Lage war, großräumlich auch die Flächen dazwischen zu erschließen, was mit der Bahn so nicht ging. Also erster Trend in die Fläche hinein, zweiter Trend immer mehr in die Ferne. Über diese generalisierenden Aussagen hinaus kann man so ein paar Basisstrukturen in der Mobilität ausmachen. Und eine ganz wichtige ist hier, wenn man festhält, dass der soziale Austausch, der ökonomische Austausch an Mobilität gebunden ist, kann man im Umkehrschluss auch sagen, wenig Mobile sind von diesem Austausch im Grunde genommen in der Tendenz ausgeschlossen. Ja, wir nennen das auch soziale Exklusion, ja, oder gesellschaftliche Ausgeschlossenheit in der Verkehrsforschung. Und das äußert sich durchaus in Zahlen auch. Das sieht jetzt zunächst mal nicht nach so viel aus. Wir haben ein paar Prozent in der Bevölkerung, die egal mit welchem Verkehrsmittel wirklich Probleme haben, den täglichen Einkauf überhaupt zu erreichen. Ein bisschen höhere Prozentzahlen von Leuten, die Probleme haben, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Und wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute eigentlich auch deswegen gar keinen Arbeitsplatz haben, weil sie nicht in der Lage sind, einen regionalen Arbeitsmarkt überhaupt vernünftig zu erreichen. 5% der Bevölkerung klingt vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber das sind auf Deutschland bezogen immerhin 4 Millionen Leute. Also das sind schon erhebliche Zahlen. Und was eben in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass diese Erreichbarkeitsprobleme unter Menschen mit niedrigem Einkommen, unter Menschen, die also einen niedrigen sozialen Status sozusagen haben, nochmal deutlich ausgeprägter sind. So dass wir hier vielleicht auch formulieren können, im Grunde genommen liegt die Problematik, die sich ja äußert, eher in dem Zugang zu den Aktivitäten, also dem, was man machen will, im Zugang zum Einkauf, im Zugang zum Arzt, im Zugang zur Ausbildungsstelle, zum Arbeitsplatz. Und dieser Zugang, den nennen wir Erreichbarkeit, was möglicherweise wichtiger ist als Mobilität, weil Erreichbarkeit, Zugang zu etwas, was man unternehmen will, im Grunde genommen das Ziel ja fast aller Mobilität ist. Ich will ja immer irgendwo hin und dort irgendwas machen. Und nicht einfach nur unterwegs sein. Es gibt Ausnahmen, ja, es gibt auch die Fahrt ins Blaue, wo man einfach vielleicht nur unterwegs sein möchte, aber das ist eben eher die Ausnahme als die Regel. So dass wir als eine so eine Basisstruktur vielleicht festhalten können, es gibt einen Zusammenhang zwischen Mobilität und sozialem Status. Leute mit viel Geld sind hochmobil, Leute mit wenig Geld sind geringmobil in der Tendenz. Eine zweite Basisstruktur, das wird Sie vielleicht jetzt aus heutiger Sicht schon ein bisschen mehr überraschen. Es gibt nach wie vor ziemlich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Mobilität. Das ist nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Also für die 70er, 80er Jahre rückblickend können Sie wahrscheinlich sagen, in aller Regel, wenn Sie ein Auto vorbeifahren sehen, dann sitzt der Mann links und die Frau sitzt rechts auf dem Beifahrersitz. Das ist heute nicht mehr so. Aber was wir nach wie vor beobachten ist, dass Männer deutlich längere Wege zurücklegen als Frauen. Frauen haben kurze Wege. Hier am Beispiel von diversen Studien rund um die Welt, am Beispiel des Pendelverkehrs. Das gilt aber ähnlich wie für Berufswege, auch für Einkaufswege, für Freizeitwege, für Wege zu Besuchen und für alle möglichen anderen Aktivitäten, die man sich vorstellen kann. Da gibt es eine Reihe von Erklärungen dafür. Möglicherweise sind Frauen mehr an den Haushalt, an die Familie gebunden, übernehmen mehr Verantwortung für die Kinder, können nicht so weit weg. Frauen sind im Durchschnitt geringer qualifiziert. Frauen haben häufiger Teilzeitbeschäftigungen. Und für den Teilzeitjob lohnt es sich nicht, so lange Wege zurückzulegen. Und ähnliche Erklärungsmuster werden eben da in der Forschung zu diesen Geschlechterstrukturen in der Mobilität untersucht und verfolgt.
Dritte Basisstruktur, das räumliche Umfeld. Das ist nun zumindest auf den ersten Blick relativ trivial. Nur da, wo Sie einen halbwegs vernünftigen öffentlichen Nahverkehr haben, werden die Leute auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und auf dem Land, wo der öffentliche Verkehr eben nicht so gut ist, da fahren die Leute auch nicht damit. Also ist im Prinzip die Nachfrage nach Verkehr, nach Mobilität abhängig von den Verkehrssystemen, die man vor Ort hat. Und ein zweiter Grund, warum die Leute in der Stadt sich anders fortbewegen als die Leute auf dem Land, liegt eben auch noch darin, dass sie einfach die Zieleinrichtungen, also wo man eben hin will, die Erreichbarkeit von Einkaufsgelegenheiten, von Ärzten, von Schulen, von Arbeitsplätzen, von Freizeiteinrichtungen, von Restaurants in der Stadt in der Tendenz eher in der Nähe hat. Auf dem Land ist das weiter weg. Also benutzen sie auf dem Land eben andere Verkehrsmittel. Sie können da normalerweise nicht zu Fuß hingehen. Jenseits von solchen räumlich-geografischen und sozioökonomischen Strukturen wird es aber diffus. Und deswegen kam ich auf diesen Titel irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Verkehrsforschung gibt sich da redliche Mühe und ist extrem differenziert darin, nach allen möglichen Strukturzusammenhängen zu suchen zwischen Mobilität und Einstellungen zu Verkehrsmitteln, Mobilität und Umweltbewusstsein, Mobilität und private Netzwerke, Mobilität und Lebensstile. Und man findet da immer wieder auch was, aber so ganz klar lässt sich das nicht dingfest machen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben diesen tiefgreifenden sozialen Wandel hatten und haben. Beispielsweise, was ich eben angesprochen habe, die tendenzielle Auflösung der Geschlechterrollen im Zeitverlauf, die tendenzielle Auflösung der festen nachbarschaftlichen Beziehungen, die es vor ein paar Jahrzehnten noch gegeben hat. Das haben Sie natürlich heute auch noch alle. Sie haben auch ein Verhältnis zu Ihren Nachbarn. Aber im Grunde waren Nachbarschaften vor 30, 40 Jahren noch Zwangsgemeinschaften, wo man im Grunde drin gewohnt hat und gar nicht so einfach raus konnte. Und heute kann man eben raus und kann sich seine Freunde woanders suchen. Die Auflösung der Parteienmilieus zum Beispiel auch, ja, wo es mal eine ganz, ganz feste Zuordnung gab zwischen dem, was man gemacht hat beruflich und welche Partei man gewählt hat. Die Säkularisierung und all diese Entwicklungen, die wir heute bezeichnen als Vervielfältigung oder als Pluralisierung der Lebensstile und die im Grunde natürlich eine unheimliche Freiheit mit sich bringen, die auf der anderen Seite aber auch eben mit sich bringen, dass man in eine Eigenverantwortung reingeworfen wird, weil die Gesellschaft nicht mehr so übersichtlich, so klar strukturiert ist, so sicher strukturiert ist, wie das mal gewesen ist, weil der Staat sich ein Stück weit zurückgezogen hat aus seiner Vorsorge, ja, wie sie mal gewesen ist, was eben auch dazu führt, dass wir heute diese soziale Polarisierung haben zwischen einer Minderheit, die in der Tendenz zurückbleibt, ja, in prekären Verhältnissen lebt, und einer Mehrheit, die eben hochmobil ist, weil eben diese Mobilität, wie sie sich entwickelt hat, auch Bestandteil dieses sozialen Wandels ist und diesen sozialen Wandel mit getragen hat. Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsverkehrs, das ICE-Netz, die Flugverkehrsnetze, das Autobahnnetz, aber eben auch diese virtuelle Mobilität im Internet und durch die Telekommunikation in der digitalen Welt. Aber auch beispielsweise sowas wie die Auflösung von kollektiven, gesellschaftlich geteilten Zeitrhythmen. Ja? Also nochmal 40 Jahre zurück, da war es eben normal, dass der Mann morgens um 7 zur Schicht ging und um 17 Uhr wieder zu Hause war und die Frau morgens einkaufen ging und um 12 stand das Essen auf dem Tisch für die Kinder. Und heute ist das nicht mehr so. Und das können Sie in den zeitlichen Verteilungen der Wege, die die Leute zurücklegen, auch ein Stück weit nachvollziehen im Zeitverlauf. Wie geht es weiter? Ich glaube, als eine ganz wesentliche Entwicklung haben wir heute die Zunahme von Verkehrskosten. Das ist nicht immer schon so gewesen, obwohl ich mich erinnern kann, dass auch in den 70er Jahren schon die Leute gemerkt haben, dass das Benzin immer teurer wird. Tatsächlich ist Mobilität aber eigentlich bis in die 90er Jahre immer billiger geworden. Es war ein regelrechter Preisverfall, der natürlich dazu beigetragen hat, dass immer mehr Leute auch ein Auto hatten. Heute ist das nicht mehr so. Mobilität wird in der Tendenz teurer und wird in Zukunft wahrscheinlich auch deutlich teurer werden. Wir haben als eine ganz wichtige Entwicklung den demografischen Wandel, der es mit sich bringt, dass wir auf der einen Seite eine Zunahme von Bevölkerungsgruppen haben, die eigentlich sehr hochmobil sind und flexibel, wie beispielsweise Singles oder auf eine gewisse Art und Weise auch bestimmte Immigrantengruppen. Auf der anderen Seite aber auch eine Zunahme haben an Leuten, die sehr wenig mobil sind, wie beispielsweise Hochbetagte, insbesondere wenn sie am Stadtrand leben oder außerhalb der Stadt leben, die dann in der Tendenz darunter leiden, dass sie eben diese Erreichbarkeitsprobleme in alltäglichen Einrichtungen, ja, in der Daseinsvorsorge, in der medizinischen Versorgung, in der Versorgung mit Einzelhandel dann haben. Und wir haben diese
soziale Polarisierung, habe ich es genannt, in der Mobilität, Arme versus Hocheinkommensbezieher, Hypermobile, die viele Fernreisen machen, die mit sehr vielen verschiedenen Verkehrsmitteln auch unterwegs sind, je nach Anlass und Passung, gegenüber denen, die eher unter einer eingeschränkten Mobilität und geringer gesellschaftlicher Teilhabe leiden. Wir haben als noch eine wesentliche Entwicklung in der Raumentwicklung vor allem das, was wir Reurbanisierung nennen. Das ist ein relativ neuer Trend. Wir hatten im Grunde genommen über rund 50 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg eher dominierend die Abwanderung aus der Stadt in die Vororte zunächst mal oder erstmal in die Randbereiche der Stadt, dann in die Vororte. Seit den 70er Jahren auch noch mal ein bisschen weiter bis fast in den ländlichen Raum hinein. Und das hat sich heute in der Tendenz umgedreht, was für viele Planer erstmal eine sehr gute Entwicklung ist. Ja, der öffentliche Verkehr, den man in den Städten hat, ist auf die Art und Weise besser tragfähig beispielsweise. Das ist so ein Trend, den wir haben. Aber das ist sicherlich auch eine sehr begrenzte Entwicklung, weil eben gerade die Städte, wo die Leute im Moment hinziehen, die sehr attraktiv sind, aus Arbeitsplatzgründen, aus Gründen des Wohnens, aus Gründen der Freizeitqualität, im Wesentlichen auch die Städte sind, die einfach voll sind. Da kriegen sie nicht mehr wahnsinnig viel mehr Leute rein. Insofern ist also dieses Potenzial im Grunde genommen begrenzt. Was wir im Zusammenhang mit dieser Reurbanisierung, also dieser neuen Wertschätzung der Stadt beobachten, ist so eine Art Schere in der Motorisierungsentwicklung zwischen Stadt und Land. Ja, auf dem Land geht die Motorisierung mit Pkw immer noch weiter nach oben, wenn auch gebremst. In den Städten hat sich das ganz stark abgeflacht, sodass wir im Prinzip so eine Auseinanderentwicklung haben zwischen Stadt und Land. In den Städten wohnen im Grunde eben die, die sozusagen bei fast Vollmotorisierung in Deutschland oder 80% Vollmotorisierung immer noch kein Auto haben. Auf dem Land kann man ohne Auto fast gar nicht mehr leben. Und wir haben in den Städten speziell auch dieses Phänomen zunehmend, was ich hier als Multimodalität bezeichnet habe, dass Leute also je nach Wegezweck, je nach Strecke, die sie zurücklegen, mal mit dem Auto fahren, mal öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder vielleicht auch mit dem Fahrrad fahren oder eben zu Fuß gehen. Das hat möglicherweise auch mit einem allgemeinen Wertewandel gegenüber Mobilität allgemein und gegenüber Verkehrsmitteln speziell zu tun. Es gibt heute andere Statussymbole als das Auto, was das mal sehr stark gewesen ist. Was nicht unbedingt bedeutet, dass das Auto weniger gewichtig geworden ist für die Leute, aber vielleicht bedeutet, dass, wenn das Auto selbstverständlich geworden ist, dass man ihm dann nicht mehr diese emotionale Bedeutung eben beimisst, also dass eher so ein rationaler Umgang sich breit gemacht hat mit dem Auto. Und wir haben auch vor allem noch als städtisches Phänomen eine wichtige Entwicklung, und das ist dieses immer mehr aufkommende multilokale Wohnen, so nennen wir das, dass Leute beispielsweise Wochenendpendeln und einen zweiten Wohnstandort am Arbeitsplatz haben. Das wird mehr, dass Haushalte als Ganzes zwischen ihrem Hauptwohnsitz und Freizeitwohnsitz pendeln. Das wird mehr. Oder dass einzelne Familienmitglieder oder Paare zwischen verschiedenen Wohnsitzen pendeln, also beispielsweise Paare, die nicht zusammen wohnen, aber zusammen leben, aus ihrer eigenen Perspektive. Oder Kinder zwischen ihren getrennten Eltern pendeln, an zwei Wohnstandorten leben. Alle diese Phänomene werden deutlich mehr, und das hat natürlich entsprechend Auswirkungen auch auf die Verkehrsentwicklung. Und letzter Punkt hier noch, den ich kurz ansprechen wollte, die technischen Entwicklungen werden sicherlich auch uns weiterhin begleiten. Das ist einerseits eben die Sache mit der Virtualisierung, dem Internet, was heute auch auf dem Weg als quasi mobiles Internet nicht mehr wegzudenken ist. Und zweite technische Entwicklung im Bereich eben Verkehrsmittel, elektrische Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge. Wobei ich trotzdem, jetzt sagen wir mal, was diese großen Visionen betrifft, sagen würde, also aus planerischer Sicht ist im Grunde die Zeit der ganz großen Visionen, die wir mal hatten, da unten sehen Sie es noch, vorbei, vielleicht mit Ausnahme des autonomen Fahrzeuges. Und in der näheren Zukunft würde ich als Generaleinschätzung eher erstmal festhalten, bevor man allzu euphorisch oder allzu pessimistisch wird, dass der Verkehr in der näheren Zukunft im Wesentlichen eigentlich der Verkehr ist, den wir auch heute schon haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Scheiner. Das war schon mal ein sehr interessanter Vortrag. Mit Sicherheit auch ein paar Punkte, die wir nachher dann noch mal vertieft ansprechen werden. Als nächstes möchte ich dann den Herrn Professor Dr. Andreas Knie nach vorne bitten. Er hat Politikwissenschaften in Marburg und an der Freien Universität Berlin studiert, wo er 1986 auch sein Diplom dann abgelegt hat und 1990 dann allerdings an der TU Berlin dann promoviert über
Und das finde ich also wirklich sehr interessant für einen Politikwissenschaftler über Diesel, die Karriere einer Technik. Dann hat er mehrere Jahre im Ausland geforscht und bevor er 1995 an der TU dann habilitiert hat und seit 2000 ist er dann dort auch außerplanmäßiger Professor im Fachbereich Soziologie und dort der sozialwissenschaftlichen Technikforschung, also ein Thema, das, also ein Schwerpunkt, der sehr nah an dem ist, was wir heute Abend ja diskutieren wollen. Außerdem ist er seit 2006 Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Und sein Vortrag, also wir konnten uns leider nicht mehr austauschen, aber ich glaube, er geht um die Zukunft der Mobilität an sich, hoffe ich, ein Schwerpunkt. Herr Professor Knie, bitte. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und vielen Dank auch für die Ankündigung. Ja, tatsächlich, es geht um die Zukunft, aber die hat ja natürlich bekanntermaßen schon begonnen. Von daher geht es auch ein bisschen um die Gegenwart. Und ich kann auch vieles von dem unterstreichen, was der Kollege Scheiner schon gesagt hat. Es sind sehr viele Zahlen, Daten, Fakten jetzt. Es kommen noch ein paar mehr. Aber seien Sie beruhigt, nichts bleibt so, wie es ist. Es ändert sich radikal und es wird sich so radikal verändern, wie wir es uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und die Radikalität ist auch schon unterwegs. Wir haben sie nur noch nicht so richtig erkannt. Ich sollte der Ehrlichkeit und der guten wissenschaftlichen Gepflogenheit halber noch sagen, wer denn das InnoZ trägt. Nämlich, das sind 5 Gesellschafter, nämlich 2 Wissenschaftsgesellschafter. Kollege Lemmer wird ja gleich noch kommen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist ein Gesellschafter. Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Aber eben auch Siemens, Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn, bei der ich zusätzlich noch angestellt bin. Das sollten Sie wissen. Also Wissenschaft ist ja nie interessenslos. Ne? Wir verkleiden uns schon mal als Wissenschaftler, um dann Neutrales zu formulieren, was natürlich nie neutral ist. Und glauben Sie auch keiner Statistik, die Sie nicht selber gefälscht haben. Das gilt insbesondere für die Verkehrsstatistiken. Versuchen Sie mal, Verkehrsstatistiken zu erfassen. Versuchen Sie sich mal selber am Abend zu erinnern, wie viele Wege Sie denn wirklich gegangen sind oder wie lang der Weg war. Und das machen Sie dann in Fragebogen. Und dann können Sie selber ungefähr abschätzen, wie valide die Aussagen sind, die wir Ihnen heute präsentieren. Das, was wir hier machen im InnoZ, wie wir das aussprechen, ist Verkehr und Energiethemen zusammenzubringen. Und wir haben uns ein Gelände gesucht in Berlin, auf dem Berliner EUREF-Gelände. Das ist da, wo der Gasometer steht. Den sehen Sie da noch angedeutet. Das ist da, wo der Herr Jauch seine Talkshow hat. Und wir bauen dieses Gelände völlig 100% mit regenerativem Strom. Und wir haben auch 100% regenerative Wärme. Und das, was wir eben noch machen, ist noch 100% auch alles regenerativ für den Verkehr zu betreiben. Also ein Mikro-Smart-Grid, sagt man da Neudeutsch, das ist dort am Werden. Aber darüber will ich nicht reden, sondern ich will Ihnen einen Ausblick geben und ich habe mich über die Digitalisierung eigentlich konzentriert. Was passiert mit der Digitalisierung im Verkehr? Bevor das aber kommt, wollte ich noch auf etwas hinweisen, was Sie hier schon auch eben gehört haben. Wir haben eine doch deutliche Vollversorgung mit PKWs. Wenn Sie den ländlichen Raum nehmen und schauen und dort nicht alle Bevölkerungsmitglieder nehmen, sondern vielleicht nur die, die fahren können, dann haben wir sozusagen ein Verhältnis von 1 zu 1,4. Also auf jeden Menschen kommen 1,14 Autos. Also dass wir keine Lücke hätten, dass wir Menschen nicht hätten, die nicht die Auto fahren wollen, kein Auto haben, das ist natürlich nicht mehr empirisch nachweisbar. Das Dumme ist nur, dass der öffentliche Verkehr, von dem ich ja auch profitiere, dem ich ja angehörig bin, immer noch seine flächendeckende ÖPNV-Versorgung mit der berühmten Oma, die wir ja schon gehört haben, die gar nicht mehr gibt und die vor allen Dingen auch kein Auto mehr fährt, die es gar nicht gibt. Und Sie sehen, die Verteilung ist etwas ungleich. Wir haben noch ein bisschen Südost, aber Sie können hier auch sehen, dass gerade bayerischer Raum, aber auch große Teile in der Pfalz, im Saarland, überversorgt sind mit Automobilen. Das sollte man nicht verschweigen, wenn man über Verkehr redet. Das ist, wie gesagt, noch ein Zuwachssalto von 190.000 angenommen. Das auch nur mal so als Einleitung. Sie sehen dort, dass wir eben nicht nur einen demografischen Wandel haben, sondern wir haben auch einen wirtschaftsstrukturellen Wandel. Wir verschieben uns. Übrigens ein schönes Tabuthema. Wir tun ja immer noch die Daseinsvorsorge, gleichwertige Lebens,
Bedingungen für alle hochschieben und übrigens die gesamte Finanzierungsstruktur, auch der Infrastruktur, wird danach nur ausgerichtet. Faktisch ist das aber gar nicht mehr der Fall. Wir haben also große Geländegebiete wie bei uns im Osten. Wir in Berlin wohnen ja mitten im Osten, das ist für die Westberliner immer schwer zu verstehen, aber es ist so. Und da drumherum passiert dann eben nichts mehr, dafür haben wir eben aber Wölfe. Das Dumme ist, das Interessante ist, je besser die Infrastruktur ist, ne, desto schneller sind die Leute weg. Das ist etwas Neues. Wir im Westen kannten das ja ganz gut, wenn irgendwas zu entwickeln war in einem Raum. Dann legte man eine Autobahn hin und baute eine Uni hin, meistens früher eine Gesamthochschule. Und dann entwickelte sich schon das Land. Heute funktioniert das nicht, wenn Sie hier oben die A20, ups, ne, da war sie dann doch nicht. Also Sie wissen ja ungefähr, wo die A20 ist. Oben. Sage ich immer für die jungen Leute von uns und die nicht in Blechlawinen unterwegs sein wollen, wenn ihr noch mal eine Autobahn haben wollt, die wirklich wie eine Autobahn ist, wo man fahren kann, fahrt die A20 bis hinten, bis nach Stettin runter. Was wir erleben, auch mit den schnellen Infrastrukturverbindungen auf der Schiene, was im Osten wirklich fatal ist, je schneller, je besser diese Infrastruktur funktioniert, je geringer also die Widerständigkeit des Raumes ist, desto schneller sind die Leute weg. Insbesondere junge Frauen. Das hat sich tatsächlich verändert. Und deshalb läuft das leer. Und deshalb haben wir da gar kein mehr Wohnen. Und es sieht noch viel schlimmer aus, als diese Statistik Ihnen schon so andeutungsweise was macht. Wir müssen also auch da nochmal nachdenken, wo bauen wir denn eigentlich unsere Infrastruktur zukünftig hin? Und nach welchem Plan? Machen wir das weiter föderal, jedes Bundesland entsprechend seiner subjektiv wahrgenommenen Bedeutung? Oder, das wird gerade groß diskutiert, holen wir uns einen großen Fonds, da zahlen wir alle ein und dann wird der bedarfsgerecht ausgezahlt. Sie können sich vielleicht vorstellen, welche politische Sprengkraft in diesen beiden Verteilungswegen noch verborgen ist. Das ist aber meine Lieblingsgrafik, kleine soziologische Ministunde, Kohortenschnitt. Das hat der Kollege Schahn eigentlich schon angedeutet. Ich will da jetzt nicht lange drüber philosophieren. Sie können die Folie einfach so lesen. Sie gehen mal ganz kurz in das Jahr 92 zurück. Wiedervereinigung war schon, es gab schon Handys, die waren zwar etwas größer. Dort hatten dann die 65-Jährigen oder der Anteil der 65-Jährigen Frauen, die einen Führerschein hatten, lag mal gerade bei 15%. 15%. Heute im Jahr 2014 ist der Anteil etwa genauso hoch wie bei den Männern, so etwa bei knapp 90. Das heißt, Sie können sich vorstellen, warum wir immer eine immer noch steigende Motorisierungsrate haben. Die Frauen sind dann natürlich irgendwann auch in die Autos eingestiegen, wie wir eben schon gehört haben. Ne? Was ja völlig, völlig okay war, ne? Und völlig okay ist. Nur, dass wir eine abnehmende Motorisierungsrate hätten, dass wir im sogenannten motorisierten Individualverkehr, im MIV, weniger Personenkilometer absolvieren, das ist leider eine Mehr. Ne? Denn es gibt, haben wir gerade noch mal eben gesehen, zwei Formen, wie Sie Verkehr messen können. In den tatsächlich zurückgelegten Entfernungen, wir haben es ja eben gehört, oder in der Zahl der Wegen. In der Zahl der Wegen ist tatsächlich das Auto abnehmend, in den damit zurückgelegten Entfernungen steigt das Auto weiter. In den Zulassungen übrigens auch, die Zulassungszahlen steigen in Deutschland, wir sagen immer gerne, 44 Millionen zugelassene PKWs alleine. Die gesamte deutsche Bevölkerung kann in diese PKWs einsteigen und keiner muss auf die Rücksitze. Da sehen Sie mal, welche Kapazitäten auf den Straßen unterwegs sind. Wir bei der Deutschen Bahn sind da leider nur noch Resteverwerter, muss man wirklich deutlich sagen. Wir haben einen Anteil bei den über 50 Kilometer Fahrten von jetzt noch gerade 5,3%. 5,3%. Das ist sogar nicht mehr so viel. Und entgegen den offiziellen Verlautbarungen der Bahn, ich bin ja heute als Innozettler hier, darf natürlich auch mal gegen die Bahn was sagen. Es sind nicht immer mehr Menschen, die die Bahn nutzen, sondern, Kollege Schahn hat es schon angedeutet, es werden immer weniger, aber die fahren glücklicherweise immer längere Strecken. Deshalb haben wir nicht so einen ganz dramatischen Abstieg. Was wir übrigens noch haben, eine kleine Hoffnung am Lichte des ökologischen Verkehrs. Wir haben tatsächlich im innerdeutschen Flugverkehr eine dramatische Abnahme. Es gibt ja Flughäfen, die werden gar nicht mehr genutzt und jetzt lacht ja jeder, jetzt der Witz kommt. Und wenn Sie jetzt nochmal, hallo, schauen Sie sich mal diese Karte an
Und dann wissen Sie, warum wir in Berlin immer noch keinen Flughafen haben. Weil wir ja gar keinen mehr brauchen. Wer will denn da noch fliegen? Wohnt doch keiner mehr. Das nur so als Grundrauschen, als Ergänzung des, was Sie eben schon gehört haben. Jetzt kommt aber etwas, was wir alle nicht wirklich einschätzen können und welche Bedeutung die nicht hoch genug ist. Das ist das mit der Digitalisierung. Sie sehen das, was jetzt kein Witz ist. Ich selber muss auch sagen, ich brauche auch so eine Straße. Bin auch heute schon wieder gegen zwei gerempelt, weil ich natürlich noch auf meinem Smartphone am Gucken war, wo ich denn hin muss. Und schwuppdiwupp hatte ich mich natürlich verlaufen. So. Das sind Apps. Das ist schon zwei Jahre her. Das ist nur eine kleine App. Was ist Digitalisierung eigentlich im Verkehr? Digitalisierung im Verkehr ist eine völlige Verkehrung der Situation. Ich mache ganz kurz nur drei Beispiele. Sie kennen das schon von Ihren Hotelbuchungen. Ich hatte eine Konferenz in Rostock, musste dorthin fahren. Eine junge Kollegin hatte sich die Hotels auszusuchen, musste dort die Hotelplanung machen, fand ganz schwer ein Hotel. Dann sind wir mit dem Automobil dahin gefahren. Und ich sage, Mensch, Gesine, hier gibt es doch überall Hotels, ne? Nämlich zimmerfrei, das kennen wir Älteren ja noch, ne? Schilder an Hotels. Dann sagt die zu mir, nö, die kommen bei mir gar nicht mehr vor, die kenne ich gar nicht mehr. Alles, was digital nicht erscheint, existiert nicht. Und das ist kein Witz. Zweite Geschichte. Wir untersuchen ja immer diese neuen Carsharing-Unternehmungen und vor allen Dingen die, die mit diesen Carsharing fahren. Und da gibt es ja die Firma BMW, die hat ja das Carsharing Drive Now, kennen Sie vielleicht, das sind vor allen Dingen 1er BMW, Minis, Cabrios, tolle Kisten. Dann sagen die Männer, in der Tat sind das übrigens bei den Carsharing haben wir immer noch etwa fast 70% Männer und nur 30% Frauen, wie übrigens auch bei den Fahrradverleihsystemen etwa 65% Männer und nur 35% Frauen sind. Fragen wir die Männer, warum fahrt ihr denn jetzt BMW? Was macht ihr denn? Was findet ihr denn bei DriveNow so gut? Ja, da kann ich endlich mal ein 1er BMW fahren, da habe ich endlich mal eine richtige Kiste. Super. Dann nach 3 Monaten, manchmal nach 4 Monaten, machen wir eine Wiederholungsbefragung. Na, wie ist es denn? Wie läuft es denn? Ja, geht so, ich bin jetzt bei 4 Carsharing-Unternehmen Mitglied. Ja, warum denn das? Ja, das verschiebt sich ja. Am Anfang war das noch gut, das Auto zu haben. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, das spezifische Auto zu haben, sondern überhaupt eins zu haben. Mit dem Smartphone in der Hand will ich hier und jetzt sofort das passende Gerät haben. Und da ist mir völlig egal, und das Schlimmste, was der eine sagte für die Firma BMW, es war auch schon ein etwas älterer Mensch, es hätte auch ein Opel Kadett sein können. Ne, für unsere, jetzt haben wir ja etwas mehr, längere, das muss ich früher immer erklären, das ist ein Auto, was früher viele Leute kannten und hatten. Das heißt nur, dass die Geräteeigenschaften, wie viel Zylinder, ne, wie hoch ist die Gerätemarkenidentität, nicht mehr in diesen mobilitätsaffinen oder sagen wir mal in diesen städtischen Zentren mit diesen Menschen überhaupt nichts mehr zählt. Nur noch der Zugang zu einem Gerät, was ich jetzt schnell nutzen kann. Sie müssen sich vorstellen, welche Dramatik dahinter steckt. Das heißt, die Marken, und Sie wissen, dass Automobilhersteller unglaublich viel in Marken investieren, die sind zukünftig völlig wertlos. Weil nur das entscheidet, was ich digital erkennen kann. Und nur wer das Digitale beherrscht, und das heißt nicht, ich habe auch eine App, sondern wer weiß, wie ich diesen radikalen Opportunismus, den die Amerikaner so super gut können, wer den hat, der hat den Mensch. Weil, warum ist Google so stark? Weil wir Google so stark machen. Ne? Warum sind die Apps so gut? Weil wir sie ja alle nutzen. Das ist ja nicht die NSA, die uns dazu zwingt. Dritte kleine Geschichte. Wir machen immer ein kleines Feldexperiment. Wir sitzen in Kassel im Zug. Erste Klasse, geschlossenes Abteil, 4 Leute drin. Zug fährt nicht. Ne? Zug müsste fahren, von Kassel wieder weg, Richtung Frankfurt. Zug fährt aber nicht. Kommt ja schon mal vor. Aber ich sage Ihnen, Zugfahren ist nicht so einfach zu organisieren. Komplexe Systeme. So, dann passiert natürlich nach 5 Minuten immer das Erste. Nervöse Zuckungen der Männer.
Gott, die Bahn wieder. Und dann so nach 6-7 Minuten werden die ersten Rearrangements getroffen. Die Sekretariate werden angerufen oder die direkten Destinationen. Klappt wieder nicht mit der Bahn. Ich weiß nicht. Hektik jedenfalls. Dann kommt unser Mann und klappt sein iPad und sagt, ich guck mal, wo wir im Zugradar gerade so sind. Wenn Sie mal eine schicke App haben wollen, selbst von der Bahn, ist das der Zugradar. Sie kennen das sicherlich von den Flugzeugen. Dort sehen Sie alle Bahnen der Deutschen Bahn allerdings nur, die auf diesem Zugradar gerade sich unterwegs befinden. Da können Sie überall sehen, wo die Züge fahren, auch mit welcher Verspätung, mit welcher Zugnummer. Können auch leider noch nicht reinsehen, wer wirklich drin sitzt, aber das kommt noch. Und dann sagt er, ach, im Zugradar sind wir schon unterwegs. Da sind wir ja schon fast in Fulda. Und Sie glauben nicht, was passiert. Völlige Entspannung. Ach, guck mal, ja, ist ja interessant, ja super. Obwohl Sie im Zug festhockeln, glauben Sie dem Digitalen mehr als Ihren tatsächlichen empirischen Erfahrungen? Ja, wenn das App mir anzeigt, dass wir fahren, dann werden wir auch fahren. Das klappt leider nur bei Männern, aber das ist ganz entscheidend. Was haptisch, wie fühle ich mich in einem Gerät, wie riecht das Leder, ne? Wie fühlt sich das Lenkrad an? Ne, das, was uns Verkehrsforscher immer zu Weißglut gebracht hat, warum hocken die Leute in ihrem Auto? Ne? Wir sagen ja immer, das ist doch immer im Stau. Ja, sagen die immer, gut, dass im Stau steht, kann ja noch länger im Auto bleiben. Ne? Dass das Gerät das Entscheidende ist für die Verkehrsmittelwahl, hört zumindest in den, hört zumindest in den städtischen Kontexten immer mehr auf an Bedeutung zu haben. Und das ist jetzt das, die diese App haben, das sieht man ja nicht von ungefähr, haben auch die Macht über uns. Das ist nicht nur, dass Karstadt sich quasi in den nächsten Jahren pulverisiert von einer Firma, Zalando, das ist eine Garagenfirma. Mittlerweile natürlich viel größer. Zalando macht 5-mal so viel Umsatz mittlerweile als Karstadt. Mal nicht über die Sozialbedingungen redend, mal nicht über die Tarifverträge reden, mal nicht zu gucken, was so sozusagen behind the line ist. Aber Sie sehen natürlich, dass die Digitalisierung längst fortgeschritten ist. Und dass Markenwerte wie ja, Coca-Cola haben wir zwar noch, aber schauen Sie mal Apple, Google und demnächst, im nächsten Jahr taucht etwas auf. Was unglaublich ist, taucht diese Firma Uber auf. Ich weiß nicht, ob Sie von der schon mal gehört haben. Uber, ne, wie Uber, eine kalifornische Firma natürlich, die nichts anderes gesagt haben, wie wir auch immer schon gesagt haben. Warum muss der Transport von Personen eigentlich, also wenn Sie den machen wollen und damit auch was verdienen wollen, brauchen Sie eine Lizenz bei uns. Das ist das Personenbeförderungsgesetz, weil das ist ja streng zu reglementieren, es könnte ja jeder kommen. Die Lizenz hat aber immer schon einer. Entweder der hiesige Taxifahrer, der hiesige ÖPNV-Unternehmer. Also sollten Sie mal auf die Idee fahren, mit Ihrem Auto durch die Gegend zu fahren, jemand mitzunehmen, dafür mehr als das, was die Fahrt kostet, an Entgelt zu nehmen. Und werden dabei erwischt, dann kriegen Sie Strafe. Und wir haben uns immer auch in Berlin überlegt, wie kann man das ändern, wie kann man das machen, wie kann man mehr, diese 44 Millionen Autos, wie kann man die besser einsetzen. Dann kommen diese Kalifornier, sagen, wir haben eine App, jeder, der andere Leute mitnehmen will, tut das einfach anzeigen. Und jeder, der mitgenommen werden will, guckt die App und lässt sich mitnehmen. Und, ups, ach, da war ja ein Gesetz. Huh, das haben wir ja gar nicht beachtet. Da war Zebulon aber schon aus der Kiste. Uber ist jetzt natürlich verboten worden, ist doch klar. Hat zwar lange genug gedauert, aber immerhin nach einem Dreivierteljahr waren die weg. Die gibt es natürlich noch, machen jetzt einen legalen Dienst. Sie haben vielleicht die Bilder aus Frankreich gesehen, da wurden richtige Straßenschlachten um Uber entwickelt. Aber in 141 Ländern funktioniert Uber. Eine einfache App, ich möchte jemand mitnehmen, zeige das an, ich will mitgenommen werden. Und natürlich, wer profitiert? Uber. Weil die Vermittlung kostet Geld. Das heißt, und diese werden in den nächsten Jahren, die sind vollgepumpt mit Geld, fast 100 Milliarden Dollar haben die mittlerweile, muss man sich mal vorstellen. Deren Marktkapitalisierung, wie das ja so schön heißt, wird nächstes Jahr größer sein als die von Volkswagen. Da wissen Sie mal, Martin Winterkorn, da hat er Trauer.
Was aber heißt, dass die Fantasie der Aktienmärkte, wie das so immer so schön heißt, dahin geht. Das traut man diesen Unternehmen zu. Das ist der Hintergrund. Martin Schreiner hat es schon gesagt. Das sind übrigens Car-Free-Households, meint auch nicht Zugriff auf Haushalte mit Autos. Das heißt, wir gehen da tendenziell in den Großstädten natürlich immer mehr in diesen intermodalen Verkehr. Also ich verknüpfe meine Verkehrsmittel, ich habe kein Hauptverkehrsmittel. Aber um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, Digitalisierung hin, Digitalisierung her, je kleiner die Stadt wird, je weniger ist das mit dem Intermodalen wirklich möglich. Sie wissen das selber, Hannover nehmen wir noch als große Stadt und Sie haben hier einen perfekten ÖPNV mit perfekter Vorrangschaltung. Das ist super, da sind Sie aber fast alleine in den Agglomerationsräumen. Ich sage immer gerne, kann man ja hier gut sagen, im Ruhrgebiet, da ist das ganz anders. Da funktioniert weder der Autoverkehr noch der Fahrradverkehr noch der ÖPNV-Verkehr. Und das ist leider in Deutschland der Standard. Wir haben ja nur fast 10 Millionen Leute, die in agglomerationsdichten, also in verdichteten Städten leben. So, und was wollen wir dazu machen? Was haben wir im Moment? Ich bin gleich aber auch fertig mit dem Vortrag. Das sind jetzt diese Menschen in diesen Städten, die machen das jetzt alles einzelvertragsmäßig. Sie haben ein Fahrrad, sie kaufen sich eine ÖPNV-Karte und sie kaufen sich dann irgendwann auch vielleicht ein Segway. Jedenfalls machen sie mit jedem Verkehrsmittel etwas anderes. Und insbesondere die Autofahrenden von uns haben natürlich dann immer die Mühe, das ist ja sehr transaktionskostenaufwendig, hier einen Vertrag schließen, da gucken, wie es läuft. Und insbesondere, das tun unsere Kollegen von der Bahn immer gerne vergessen, wenn Sie Zug fahren und ÖPNV, allein das Wort ist ja schon ein Ungetüm, nicht kennen, dann müssen Sie das erstmal erlernen. Und dafür bauen wir eben jetzt dieses, wir nennen das jetzt mal Lokmobile, das wird im nächsten Jahr erscheinen. Das ist dann die App, die alles kann. Mit der App wissen Sie, wo Sie sind. Mit der App wissen Sie, wohin Sie wollen. Beziehungsweise die App sagt Ihnen vielleicht, wo Sie hin könnten. Und vor allen Dingen, was die App macht, was bisher noch keine App macht, die App organisiert Ihnen auch den Zugang. Die App macht das Fahrrad auf, die App macht den Zug, zeigt Ihnen ein 2D-Barcode-Schild. Die App öffnet Ihnen Autos und die App rechnet leider auch ab. Aber, sage ich immer unseren Kollegen vom Tarif bei der Bahn, nachträglich. Ne? Warum ist das Auto so attraktiv? Neben dem Cocooning, weil Sie ja nicht wissen, wie es kostet. Und wenn Sie nicht wissen, genau wissen wollen, wie es kostet, dann wissen Sie es auch nicht. Bei der Bahn 48,60 Euro. Immer zu teuer. Ne? Da habe ich gesagt, steig doch erstmal ein. Lass uns nachher mal über den Preis reden. Aber das ist noch nicht durch. Und wenn Sie das nur ganz kurz so viel noch, wenn Sie das sehen, wie wir diese App bauen, dann sehen Sie, wie wir die neue Logik versuchen nachzuvollziehen. Das ist der Kunde, das ist der Kundenvertragspartner, das ist die App-Welt. Und ganz hinten kommen dann nur noch die Verkehrsmittelbereitsteller. Das heißt, ob Sie ein physisches Gerät, keine App transportiert Sie ja wirklich von A nach B, aber welches Gerät Sie von A nach B zukünftig transportiert, das wird die App entscheiden. Und damit ändern sich die Wertschöpfungsketten. Damit ändern sich die Machtstrukturen. Eine deutsche Ingenieursfirma kann nicht Trial and Error. Das müssen sie nämlich bei dieser App-Kultur können. Schnell mal was machen, wieder einkassieren. Ne? Und sie müssen sich, was wir in Deutschland ja nicht können, ganz konsequent an den Bedürfnissen des Kunden ausrichten. Wir haben ja immer eine eigene Idee von dem, was der Kunde wohl denkt. Wir haben eine Produktklinik für Volkswagen gemacht, jetzt kann man das ja sagen. Kam der erste E-Golf an, dann hörte man bis 35 km/h immer so ein Rasseln. Ja, das haben wir eingebaut, weil das Elektroauto ist ja ganz leise, das hört ja keiner. Da haben wir uns so eine Rassel ausgedacht. Ja, ich habe gesagt, wer hat sich denn das bei Ihnen ausgedacht? Ja, melden sich zwei Ingenieure, das haben wir uns so ausgedacht. Haben Sie da mal gefragt, ob das andere vielleicht auch gut finden? Nö, das finden wir gut und das bleibt auch so. Das ist jetzt nur ein triviales Beispiel. Oder zum Beispiel die Batterieanzeige. Hatten Sie sich sehr dynamisch vorgestellt. Das heißt, wenn ich Gas oder Stromfuß gebe, ne, dann war plötzlich die Reichweite nur noch 5 Kilometer oder 10 Kilometer, fuhr ich ganz langsam, war die plötzlich auf 180 hochgesprungen. Das hatten die sich so ausgedacht. Unsere Kunden haben gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will das anders haben. Das war den Kollegen von Volkswagen ganz schwer einzutrichtern. Und die Autoindustrie ist noch ziemlich klasse bei den Kundenwünschen. Fragen Sie mal die Schienenindustrie, da haben wir vielleicht nahe Gelegenheit, was da der Kunde macht. Ne? Der ist nämlich, sage ich ganz offen, bei der Eisenbahn, die ist klasse, so eine Eisenbahn. Ne? Wenn Sie welche vielleicht im Keller haben, dann wissen Sie selber, was da störend ist, ne? Wenn da einer mitfahren will.
Das sieht dann so aus, das überlasse ich mal. Ich glaube, ich bin schon, oh Gott, ich bin schon über der Zeit. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Damit ändern sich unsere großen Konzernstrukturen. Sie haben vielleicht auch gestern oder vorgestern den Bericht der Deutschen Bank gehört. Die Deutsche Bank ist gerade dabei, sich aufzulösen. Sollten Sie noch Aktien haben im Depot? Dasselbe gilt für RWE. Löst sich gerade auf. Und das gilt für viele Großkonzerne. Karstadt haben wir schon gesagt, Sie müssen mal in Essen gucken, wer da noch alles angesiedelt ist, wie die sich da jetzt bald entwickeln. Das liegt an der Digitalisierung. Weil, wie gesagt, diese Machtstrukturen, wer hat die Macht über was, wer bestimmt was, wer entscheidet nachher, bei den Digitalen liegt und dementsprechend auch die klassischen Branchenstrukturen sich auflösen. Und das heißt, wir gehen davon aus, dass gerade im Verkehr, im IT und in der Energie natürlich sich alles verschiebt. Und kein Vortrag hört natürlich mit diesem Auto auf. Der Witz an diesem selbstfahrenden Auto ist ja, nicht, dass es selbst fährt, sondern dass es maximal 35 km/h fährt. Weil die Kollegen von Google und die von Apple machen es nicht anders, haben sich überlegt, wenn wir ein vernetztes Auto haben, dann müssen wir mehr in die Vernetzung als in das Gerät Auto investieren. Wenn das Gerät Auto so viel schneller werden soll, dann muss ich unglaublich viel bautechnischen Aufwand treiben. Fährt das Auto aber langsam, dann kann ich auch viel, viel weniger investieren in das Gerät Auto. Ich habe also einen ganz anderen Blick. Und wir haben immer der Autoindustrie gesagt, ihr müsst an das Internet denken. Die Autoindustrie hat gesagt, ja, wir haben das verstanden. Das Internet muss ins Auto. Ne, noch mehr Features, wenn Sie Kinder haben, können Sie alles Mögliche jetzt im Auto darstellen lassen. Haben wir gesagt, nein, es ist genau andersrum. Das Auto muss ins Internet. Und das ist das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Knie, für den sehr unterhaltsamen Vortrag. Ich bin ja froh, dass der Opel Kadett noch genannt wurde und nicht der Opel Manta. Ja. Ich habe nämlich lieber Golf gefahren. Ich möchte noch unsere beiden weiteren Mitdiskutanten noch vorstellen. Es ist zum einen der Herr Professor Dr. Carsten Lemmer, der Elektrotechnik an der TU Braunschweig studiert hat und dort dann auch 1991 promovierte. Und seit 2001 ist er Direktor des Instituts für Verkehrssystemtechnik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, oder kurz DLR, und hat dort auch das Institut, das neu gegründete Institut für automotive Bahnsysteme und Verkehrsmanagement gegründet und mit aufgebaut. Und er ist zudem seit 2001 Universitätsprofessor an der TU Braunschweig. Und da möchte ich noch Herrn Florian Herrmann begrüßen, der Leiter des Kompetenzcenters Mobility Innovation am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart ist. Er hat in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist auch sehr frisch promoviert an der Universität Stuttgart in Technologiemanagement. Dann darf ich Sie drei, den Herrn Professor Scheiner natürlich auch, hier nach vorne bitten und dann steigen wir gleich ein. So, wir haben jetzt ja sehr viel schon über Revolutionen gehört und den sozialen Wandel. Ich würde aber dennoch gern auf eine technische Revolution zuerst mal kommen oder eine vermeintliche technische Revolution vielleicht. Die Zukunft der Mobilität, was die Antriebsform anbelangt. Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, ja, das ist zwar auch schon hier Jahrzehnte her leider, als Schüler hatten wir mal einen Ausflug gemacht zur ersten Solarwasserstofftankstelle von BMW in der Oberpfalz in Bayern, ja, und seitdem hat sich in meinen Augen nichts in der Richtung wirklich Weltbewegendes getan. Stattdessen versucht man jetzt so diese Elektromobilität voranzutreiben. Aber wir haben in Deutschland 44 Millionen PKW-Registrierte und darunter befinden sich gerade mal rund 15.000 Elektroautos und nochmal 85.000 Hybrid- oder Fahrzeuge mit Hybridantrieb. 33.000, okay. Dann hat die Zahl, die ich heute nachgeguckt habe, ist dann auch noch falsch. Warum kommt das Elektroauto nicht so recht in die Pötte? Gut, also dann möchte ich mal mit der ersten Frage oder auf die erste Frage eingehen. Also es gab mal eine Zeit in Deutschland, da gab es mehr Elektrofahrzeuge als Verbrennungsfahrzeuge.
Ich glaube, das wissen nur die wenigsten. Dann war es lange Zeit still um die Elektrofahrzeuge und um die Hybridantriebe, bis ja vor ein paar Jahren, so 2005, 2008, der Hype der Elektromobilität wieder angefangen hat. Stark im Zusammenhang natürlich mit der Verschärfung der CO2-Klimaziele beispielsweise. Und wenn man heute jetzt die Frage stellt, warum sehen wir denn so wenig Elektrofahrzeuge, dann hat das eigentlich relativ triviale Gründe. Das Marktangebot war in den letzten Jahren eigentlich nicht vorhanden. Das heißt, selbst wenn die Kunden wollten, es gab einfach kaum Modelle, die man beziehen konnte. Das hat sich jetzt deutlich verbessert. Im Jahr 2014, 2015 sind jetzt zahlreiche Elektrofahrzeuge auch auf den deutschen Markt jetzt gekommen, sodass wir ja nach und nach jetzt auch so langsam sehen, dass Elektrofahrzeuge gekauft werden. Viele davon sind aber keine Elektrofahrzeuge in der Reinform, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es gibt natürlich auch viele Modelle, die sich aus Hybridfahrzeugen letztlich zusammensetzen. Ein Hybridfahrzeug ist dadurch charakterisiert, dass es nicht nur eine Antriebseinheit oder Quelle hat, sondern zwei. Das heißt, in den Hybridfahrzeugen ist in der Regel ein Verbrennungsmotor und ein elektrischen Motor integriert. Und insbesondere bei der Form der Plug-in-Hybride, also bei Hybridfahrzeugen mit einem Stecker, den man dann auch wieder an einem Netz aufladen kann, sehen wir jetzt zahlreiche Modelle. Und ja, da geht es so nach und nach jetzt langsam los. Das Ziel der Bundesregierung war ja eigentlich, 1 Million E-Fahrzeuge bis 2020 auf die Straße zu bekommen. Gibt es da, also das ist ja eigentlich ja schon ein utopisches Ziel, ja? Was könnte man denn dann tun, um diese Verbreitung jetzt anzutreiben? Darf ich mich kurz vordrängen? Ich bin ja eigentlich, hatte ja gerade Gelegenheit, aber das als Mitglied der Nationalen Plattform Elektromobilität, in der Tat ist das elektrische Auto im Moment wie so ein Fisch auf dem Trockenen. Ne? Wer ein Elektroauto kauft, ist selber schuld. Doppelt so viel Kosten und tut nur fast die Hälfte von dem. Ne? Man hat vergessen, bei der Bundesregierung die entsprechenden Rahmenbedingungen auch dafür zu setzen. Wir sind eine verbrennungsmotorengetriebene Straßenverkehrsordnung. Ne? Das heißt, wenn das Elektroauto sich durchsetzen will, muss ich auch Regeln und Formen finden, Finanzierungsanreize, damit Menschen das können. Und das hatte man bei dem Ziel zwar mitgedacht, hat aber irgendwie unterwegs vergessen, das auch einzuführen. Ne? Deshalb ist es natürlich jetzt völlig illusorisch, auf die 1 Million zu kommen, wenn sich nicht etwas ändert, sondern Abschreibung für gewerbliche Flotten und zum Beispiel freies Parken für elektrische Autos, nicht die Busspuren nutzen. Ne? Das war keine gute Idee. Und noch ein paar andere Förderungen. Das werden wir versuchen noch einzuführen. Aber wenn das nicht kommt, wird das Ziel tatsächlich ein utopisches bleiben. Vielleicht ergänzend auch noch, das Problem ist, sobald Sie halt etwas ändern, was auch sehr infrastrukturbehaftet ist, dauert es einfach lange. Und wie Herr Knie gerade schon gesagt hat, wir sind verbrennungsorientiert. Das heißt, es gibt ein Heer von Tankstellen, wo Sie halt eben, sage ich mal, beliebig Benzin, Diesel, auch inzwischen an vielen Stellen Gas nachtanken können. Aber es gibt kein Heer von Steckdosen in dem Sinne, wo Sie halt eben das letzten Endes realisieren können. Und hinzu kommt auch noch, dass die Steckdosen unterschiedlich sind. Also von daher ist das einfach so, dass halt, sage ich mal, es noch nicht eine einheitliche Infrastruktur gibt. Das behindert das ganz ungemein. Des Weiteren, der Elektroantrieb hat technisch gesehen ganz, ganz viele Vorteile, auch gegenüber dem Verbrennungsmotor. Aber wir müssen ja irgendwie ein bisschen Energie mitnehmen, Huckepack, damit wir vorankommen. Und das ist halt eben, sage ich mal, auch wenn es vielleicht ökologisch nicht ganz optimal ist, wenn man auch sagen kann, man kann mit Öl was anderes machen, als es einfach zu verbrennen. Wir haben einfach die Eigenschaft, dass die Kraftstoffe, die wir heute verwenden, haben eine unendlich hohe Energiedichte pro Kilogramm verglichen mit dem, was wir halt eben mit so einem Akkupack, mit Akkumulatoren letzten Endes realisieren können. Das heißt also, das, was, sag ich mal, häufig auch diskutiert wird, beschränkte Reichweite von Elektrofahrzeugen und so weiter, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie transportiere ich meine Energie? Und da ist halt eben die chemische Lösung, die wir halt eben jetzt über die Kraftstoffe haben, einfach sehr, sehr effizient. Und das werden wir halt eben auch, weil wir die Physik nicht ändern können, nicht ohne weiteres über zumindest Speichertechnologien ohne weiteres verändern können. Ist dann tatsächlich das Elektroauto das Mobilgerät für die Zukunft oder sollten wir uns vielleicht doch lieber wieder dann auf Wasserstofftechnologie zum Beispiel fokussieren?
Ich glaube, das Elektrofahrzeug wird, sage ich mal, mehr und mehr Bedeutung bekommen. Und das sehen wir eigentlich auch insgesamt und auch die Kollegen haben es ja schon gezeigt. Die Mobilität, die wir zukünftig nutzen werden, wird vielfältiger sein. Das heißt also, es wird nicht nur das Auto, die Bahn, den Bus und das Fahrrad letzten Endes geben, sondern das Spektrum wird einfach größer. Das heißt, die Art, wie wir Autos verwenden, verändert sich über Car2Go und ähnliche Elemente. Das Fahrrad ist nicht nur einfach ein Fahrrad. Wir haben, wenn man sich das halt anguckt, wenn Sie in ein Geschäft gehen, ein hochpreisiges Fahrrad ist ungefähr genauso teuer wie ein niedrigpreisiges Elektrofahrrad. Das heißt, da kriegen Sie halt einfach eine Unterstützung, haben damit aber auch gleich eine Reichweitenverlängerung gegenüber Ihrer eigenen Muskelkraft. Das heißt also, wir werden viel, viel unterschiedliche Mischformen zukünftig haben. Und vor dem Hintergrund, auch bezogen jetzt auf das Elektrofahrzeug, ich glaube, es hat einfach viele Vorteile, aber es werden halt eher Ansätze sein wie Hybridtechnologien. Das heißt also, wo ich ein Kombi-Package habe, ich kann elektrisch möglicherweise Energie wieder rekuperieren, also zurückspeichern. Ich habe aber auch die Möglichkeit, meine Reichweite zu verlängern, indem ich halt eben was anderes verbrenne. Ich formuliere das mal bewusst so, das kann halt ein konventioneller Kraftstoff sein. Das können aber halt eben auch andere chemische Substanzen sein, die wir verwenden. Das mit dem Opel Manta wollte ich noch nutzen. Der leider viel zu früh verstorbene Verkehrsdezernent von Frankfurt, Lutz Sikorski, hat mal gesagt, das Elektroauto ist das Methadon für den Manta-Junkie. Gemeint ist damit, dass genau die Frage ist, was für ein Automobil brauchen wir denn zukünftig? Herr Lemmer hat es ja schon angedeutet. Gemessen an dem verbrennungsbetriebenen, wir nennen das Rennreiselimousinen-Konzept des Autos, wie wir es kennen, ist das Elektroauto natürlich immer im Nachteil. Aber brauchen wir noch diese Rennreiselimousine? Das ist ja eine Raumexplosionsmaschine gewesen. Mit diesem Auto im Kopf haben wir eine unglaublich raumgreifende, Kollege Scheiner hat es ja eben gerade dargestellt, Siedlungsstruktur. Ne? Man konnte ja am Land leben und natürlich die Wölfe hören, aber man war auch schnell in der Stadt. Ne? Alles gleich so zusammen und das ging ja mit dem Auto. Ab und zu waren zu viele unterwegs und dann hatten wir ein kleines Problem. Nur, was wir vergessen haben, damit haben wir eine Flut von Luftschadstoffen erzeugt. Wir haben ja nicht nur ein CO2-Problem, sondern wir haben im Moment in Deutschland in 22 Städten, das sollte man auch nochmal sagen, permanent ein Überschreiten der EU-weiten Luftschadstoffe, insbesondere im Partikelfilter. Und bei zwei Städten hat die EU Vertragsverletzungsverfahren angestrebt, Stuttgart und Leipzig. Und in Stuttgart wird aller Ernst, im Moment gerade wirklich ernsthaft darüber diskutiert, und zwar in Stuttgart, Dieselmotoren zukünftig aus der Stadt auszusperren. Und zwar, das hat einfach gesundheitliche Gründe. Ne? Wie gesagt, Klimawandel ist schon schlimm genug, aber auch das andere ist ja nicht Parfüm, was hinten rauskommt. Und deshalb muss man darüber dringend nachdenken und man muss natürlich dringend darüber nachdenken, brauchen wir ein Automobil, was wirklich 600, 700 Kilometer fahren kann? Das ist schick, wenn man mal nach Süden fahren will, ne? Aber ist das wirklich das sine qua non, was wir brauchen? Und darüber, und das macht das mit der Elektromobilität so interessant, fängt man über die Elektroauto-Antriebsfrage dann auch spätestens später, wenn man sieht, das kann so nicht funktionieren, aber wie kann es denn dann auch funktionieren? Darüber fangen wir an, jetzt drüber nachzudenken. Sie hatten ja das erwähnt in Ihrem Vortrag, also wir haben ja veränderte Statussymbole, also ich meine, wäre nicht aber so ein E-Auto, ja, so ein neues Statussymbol, also wäre das vielleicht ein Antrieb oder wenn man das so also fördert, dass sich die Leute dann eher ein E-Auto zulegen, also ich habe mir vorstellen, so ein Tesla, ja, ich meine, der macht ja schon was her, wenn er vorm Haus steht, ja, sieht auch nicht so unschick aus, ja, das ist ja schon eine Limousine, wie man sie sich so Oberklassenauto ja auch vorstellt. Also. Ein Statussymbol kann ja im Prinzip alles das sein, was A, teuer ist, dem man B, auch ansieht, dass es teuer ist und was nicht jeder hat. Also das Auto ist heute ja deshalb kein Statussymbol für alle mehr, weil praktisch jeder eins hat. Kann man sich fragen, naja, welches Auto könnte es denn noch sein? Der Volvo V70 vielleicht ist der noch eins. Ja. Der Oldtimer Mercedes aus den 50er Jahren sicherlich auch wieder. Der Tesla könnte vielleicht auch eins sein. Das Auto, was ich gerade eben auf der letzten Folie gesehen habe, wahrscheinlich eher nicht. Ich habe so ein bisschen, also ich kann den ganzen Gedanken schon folgen, aber ich glaube, dass das, was ihr in Berlin, Herr Knie,
Rennreiselimousine nennt. Ja, das Auto praktisch, wie wir es bisher kannten, was für einen Haushalt, für eine Familie praktisch alle Zwecke erfüllt. Vom Großeinkauf bis zur Urlaubsreise, bis zu die Oma zusammen besuchen, dass das noch lange nicht abgemeldet ist. Ich glaube, dass diese Universalität, dass ein Auto einfach alle Mobilitätsbedürfnisse in einem Gerät erfüllen kann, dass die nach wie vor ein sehr, sehr starkes Bedürfnis für eine, nicht für alle, aber für eine große Mehrheit der Bevölkerung ist. Und solange das reine Elektrofahrzeug das nicht kann, aufgrund des Reichweitenproblems, aufgrund des Problems, dass dann, wenn es dann stehen bleibt zum Auftanken, dass dann auch die Pause relativ lang sein muss, das ist nicht mit 5 Minuten getan oder 10 Minuten tanken, sondern dann brauche ich eben auch, selbst bei den neuesten Verfahren, die ich da jetzt so als Laie kennengelernt habe, eine halbe Stunde oder eine Stunde, das ist schon ein großes Handicap und auch dann ein Handicap, wenn diese lange Fahrt nur einmal im Jahr stattfindet. Ja. Wenn ich jetzt, ist jetzt ein bisschen anekdotisch, in meinem persönlichen Umfeld mich umgucke, die Leute, die wirklich Auto fahren, und ich kenne nicht nur grün ökologisch orientierte Verkehrsforscher, sondern auch ganz andere, die fahren dann eben zumindest zu einem großen Teil auch sehr viel Auto und immer Auto, und die würden nicht auf die Idee kommen, das eine Mal im Jahr, wo sie nach Frankfurt oder München müssen, dann plötzlich mit der Bahn zu fahren, weil das Auto die Strecke gar nicht schafft. Die sagen sich, ich kaufe das Auto gar nicht, ich nehme das andere mit dem Sprit, denn das bringt mich nach München, ohne dass ich unterwegs stehen bleibe. Also so bunt und vielfältig ist die Welt dann auf der individuellen Ebene doch nicht überall, sondern es gibt eben nach wie vor auch diese Bindungen und diese unterschiedlichen Verhaltensweisen, die Routinen, die Gewohnheit und das, sagen wir mal, das Beharrungsvermögen, dass wenn jemand Tag für Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt, dass er dann am 7. oder am 10. oder am 100. Tag sich nicht auf einmal umentscheiden will, sondern der will einfach morgens ein Auto aufmachen, reinsteigen und losfahren. Ja. Das ist einfach auch sehr stark. Ist dann sowas wie Ihre App dann nicht eher ein Produkt für eine urbane Elite und weniger für die Massenbevölkerung? Die Apps oder die Digitalisierung beginnt natürlich in den städtischen Gebieten. Ne? Sie ist auch schon unterwegs in natürlich großen Ballungszentren wie eben in Los Angeles oder eben in New York und auch in London und Paris und natürlich in diesen Städten, wo diese Möglichkeit gibt, mehr Optionen zu haben. Da ist völlig klar, dass im ländlichen, im Agglomerationsbereich die App noch nicht die Attraktivität hat, denn da kann ich auch nur sagen, gerade aus der soziologischen Forschung wissen wir da, ist natürlich das gewohnte Gerät, was ich brauche, was eben alles kann, natürlich im Moment noch was am attraktivsten ist. Allerdings, was wir beobachten, ist eben, dass auch für der Wertewandel, die Wertepräferenz geht ja nicht auch am Land vorbei. Und das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Die Zahl der Autokaufenden oder Autoleasenden jungen Männer im Alter von 20, 30 hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Das Durchschnittsalter eines Neuwagenkäufers bei Daimler ist jetzt bei 56 Jahren. Das ist also durchaus eine, und zwar auch nicht nur eine Einstellungswandel, sondern auch ein tatsächlich messbares Verändern. Aber das Auto bleibt natürlich eine wichtige Verkehrsmittel. Aber ob das so weiter, so dominant, so universell und so einzig ist und vor allen Dingen, dass ich es kaufe und dann immer auch an der Backe haben, also das, was gerade der Vorteil ist, ob das nicht dauernd jetzt auch ein Nachteil wird, wo ich die Optionen sehe. Ich kann ja doch vieles andere machen. Das wird gerade sozusagen jeden Tag überall in verschiedenen Haushalten ja auch diskutiert. Ich glaube auch, dass das Kaufen und Besitzen viel, viel weniger Bedeutung bekommen wird in Zukunft. Aber das wird trotzdem dazu führen, dass man das Nutzen häufig haben wird. Und ich sage mal, die App oder letzten Endes, da steckt ja die Möglichkeit, online jederzeit, in Echtzeit, aktuelle Informationen über Alternativen zu bekommen. Das ist eigentlich, sage ich mal, der Witz dabei. Das heißt, wenn ich mich anders entscheiden will und ich halt eben sozusagen bereit bin, grundsätzlich das zu tun, dann brauche ich erstmal die Informationen. Und diese Informationen ist einfach durch die Veränderung in der digitalen Welt viel, viel leichter verfügbar. Und damit habe ich eigentlich die Chance, erstmal überhaupt Alternativen zu wählen. Und wenn ich diese sozusagen auch noch intendiert kriege, also ich habe heute Vormittag mit Wissenschaftlern gesprochen, da ging es darum, wie müssen Fahrzeugkonzepte der Zukunft sein. Und man kann halt das ganz anders anpassen. Das heißt also, wenn ich dann in das Auto einsteige und ich habe halt kein eigenes Auto mehr, sondern ein geliehenes Auto, Car2Go, und ich habe halt eben dann bestimmte Randbedingungen, ja, das Auto muss halt eben, sag ich mal, schmutzunempfindlicher sein, ja. Das Auto kann halt eben viel stärker personalisierbar sein. Wenn ich in meinem Auto morgens einsteige, zur Arbeit fahre, abends wieder aussteige, wenn ich nach Hause komme und am nächsten
nächsten Morgen wieder in mein gleiches Auto einsteige, brauche ich den Rückspiegel nicht einstellen, brauche ich den Sitz nicht einstellen und so weiter. Wenn ich halt eben so ein Car-to-Go-Fahrzeug habe, das garantiert irgendjemand anders vorher gefahren. Und ich habe vor kurzem mit Kollegen in Hamburg gesprochen. Dort ist es halt immer im städtischen Bereich, muss man ganz klar sagen, nicht im ländlichen Bereich, inzwischen so, dass durch die Information, wo finde ich ein Auto über Smartphone, der Zugang so attraktiv geworden ist, dass die Menschen aufgrund auch von Randbedingungen sagen, okay, ich kann das Auto überall parken. Das heißt, ich brauche kein Parkticket, nichts, gar nichts, ist prima. Also hat sich das mehr und mehr verbreitet. Inzwischen haben wir die Situation, dass es ganz, ganz viele gibt, die parken, in Anführungsstrichen, das Auto auch auf Gehwegen, Radwegen und im absoluten Halteverbot. Natürlich, wenn man erwischt wird, also wenn die Polizei oder eine Politesse kommt, kriegt man ein Ticket, das muss man dann auch bezahlen. Aber die Nutzungshäufigkeit ist so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, so gering ist, dass es unendlich viele Leute machen. Das heißt also, wenn ich mein Auto praktisch im absoluten Halteverbot abstelle, dann gibt es garantiert innerhalb kürzester Zeit jemand, der sieht, oh, da steht ein Auto, ist mir auch egal, wo es steht, Hauptsache es ist nah dran, steigt ein, fährt weg und in der Zwischenzeit hat es eben nicht das Ticket gegeben. Also man merkt ganz deutlich, das Nutzungsverhalten verändert sich aufgrund dieser Information. Und da gibt es natürlich auch wieder negative Effekte, ob das immer gut ist, im absoluten Halteverbot, vielleicht auch in der Feuerwehreinfahrt zu parken und so weiter, ist sicherlich fragwürdig. Aber man sieht, dass die Menschen das annehmen und sich halt sozusagen auch auf diese Mobilitätsform einstellen. Herr Scheiner. Ich kann diesen Gedanken schon folgen, Carsharing und diese Teilsysteme, insbesondere für eine städtische Gesellschaft und für, sagen wir mal, Teilsegmente der Bevölkerung, die eine starke Motivation haben, also die Sprungkosten, die ein Auto, ein eigenes Auto mit sich bringt, nicht komplett zu tragen und sich das zu kaufen. Ich glaube aber, dass es auf gesamtgesellschaftlicher Ebene so nicht kommen wird. Also das Prinzip Teilen statt Besitzen, diese Share Economy, ich glaube, das wird nicht so sein. Wir haben in den vergangenen 100 Jahren im Prinzip jede Technik individualisiert. Von der Armbanduhr, die die Kirchturmglocke ersetzt hat, über den Fernseher und später den Videorekorder und den DVD-Recorder-Player, der das Kino ersetzt hat, bis zur Tiefkühltruhe im eigenen Keller. Ich glaube, als meine Mutter die erste Tiefkühltruhe hatte, da haben sie die noch geteilt im Haus, zu zweit oder zu dritt, drei Haushalte. Und die war dicke groß genug, diese Kühltruhe, denn so viel Tiefkühlkost hatte man damals gar nicht. Aber trotzdem hatte 10 Jahre später jeder eine eigene. Und wenn Sie heute in ein Mehrfamilienhaus gehen und im Keller gucken, stehen in der Waschküche vielleicht, je nachdem wie viele Wohnungen das sind, 3 oder 5 oder 10 Waschmaschinen und 5 Trockner dazu, obwohl 3 Maschinen für den ganzen, also für das ganze Haus ausreichen würden. Ich glaube, dieses Teilen, das ist nicht so stark und der Besitz, also der, sagen wir mal, die Motivation, was Eigenes zu besitzen, das nicht zu teilen und damit auch die Konflikte zu vermeiden, indem man einfach die Dinge individualisiert, das ist schon ein sehr, sehr starker Antrieb. Und ich denke, dass das beim Auto im Wesentlichen auch so bleiben wird, wegen der Konflikte, die vorprogrammiert sind. Auch wenn das Auto die meiste Zeit nur rumsteht. Also die, sagen wir mal, jetzt als wirklich ganz gewagte Daumenprognose, wenn die Zahl der Pkw in der absehbaren Zukunft von 44 Millionen wirklich um 10% auf 40 Millionen nur runtergehen sollte, was ja 10% ein kleiner Sprung nach unten wäre, dann will ich das mal erst noch sehen. Ich glaube das nicht. Also vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass wir viel, viel weniger Autos haben werden. Und ich glaube auch nicht, dass es das komplett substituiert, sondern wir werden einfach das als zusätzliche Mobilitätsformen nutzen. Das heißt, ich besitze ein Auto, aber ich bin trotzdem Kunde bei Car2Go. Und ich glaube auch schon, das würde ich Ihnen voll zustimmen, für viele Menschen ist das Auto, das eigene Auto, ein zusätzlicher Lebensraum. Ja, wenn Sie am Wochenende beim Supermarkt oder beim Parkplatz gehen, dann sehen Sie, das ist nicht nur ein Transportmittel, die Leute leben da drin, da ist von der Pizzapackung bis zum angegessenen Kuchen bis zur Wechselgarderobe alles drin enthalten. Also von daher ist das schon etwas, was sozusagen antizipiert wird als zusätzliches Wohnzimmer in der Konstellation. Trotzdem glaube ich, dass halt eben auch über neue Möglichkeiten der Information wir halt eben auch sozusagen viel bereiter sein werden, das zu nutzen. Wenn ich am Wochenende, langen Samstag vor Weihnachten in die Stadt fahre und ich weiß, Parkplätze sind halt eben rar, das weiß ich grundsätzlich schon, aber ich weiß, heute gibt es definitiv keine mehr. Wenn ich zum nächsten Park-and-Ride-Platz fahre und ich die Möglichkeit habe, dann entweder innerhalb von einer Minute kommt die Straßenbahn oder da stehen 2 Car-to-Go-Fahrzeuge, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich umentscheide und nicht mit meinem eigenen Fahrzeug bis in die Stadt fahre und nicht weiß, wo ich es lassen soll, viel, viel größer. Und ich glaube, diese Information wird sich verändern. Also nicht Autos fallen weg, sondern wir werden mehrfach Autos nutzen. Ja, die Debatte, die wir jetzt führen, sicherlich vielleicht nicht zufälligerweise in Hannover, die hätten wir auch in Dortmund führen können oder in Braunschweig,
In Berlin führen wir die so nicht. Und in London und in Paris werden die auch nicht so geführt. Und auch die Generation, die wir so jetzt so sind, führt die so. Andere führen die anders. Also das Thema Transaktionskosten ist durch die Digitalisierung eben weg. Vielmehr gewinne ich ja mehr Optionen. Und wenn wir die Leute fragen, wir haben jetzt aber allein in Berlin natürlich erst 8.000 Carsharing-Auto, gemessen an 1,2 Millionen zugelassenen konventionellen Autos. Aber die Entwicklung geht eine andere. Und die Möglichkeiten, die ich habe, sind rasant. Wir haben jetzt, das ist ja auch raus bei der Bahn, Fernbusse. Ja, kennen das ja, das Fernbus-Thema. Wir wussten schon, dass die Fernbusse kommen. Wir wussten auch, dass die Fernbusse deutlich günstiger sind. Auch selbst wenn sie Maut zahlen müssten, was sie bestimmt müssen bald, werden sie weiter günstiger bleiben. Was wir aber überschätzt haben oder unterschätzt haben, ist, wie schnell die Leute das rauskriegen. Sie mussten früher riesige Mengen an Aufwände treiben, um rauszukriegen, was kostet denn eigentlich was. Das ist jetzt klickweise ist das erkennbar. Und das hat auch zu einer unglaublichen Form, also im letzten halben Jahr fangen wir zum ersten Mal richtig auch bei der Bahn zu kannibalisieren. Die ersten Untersuchungen im ersten Halbjahr waren noch ziemlich gut von uns, aber jetzt wird richtig kannibalisiert. Da haben wir ein riesen existenzielles Problem mit der Bahn. Denn die Schiene ist sehr, sehr teuer. Und Sie wissen ja, das Personenbeförderungsgesetz war ja deshalb da, die Schiene zu schützen. Sie durften ja gar keinen Fernbus betreiben, weil die Schiene so teuer ist. Deshalb darf das nicht mehr sein. Nochmal ganz kurz auch noch einen anderen Punkt. Preise, dazu haben wir heute auch noch nichts gesagt. Wenn Sie natürlich mit Ihrem Verbrennerauto und das auch noch eigentumsrechtlich besitzen, auf einem öffentlichen Stellplatz Platz nehmen und dafür nichts zahlen müssen, ist ja schön. Aber wenn so ein Stellplatz 5.000, 6.000 Euro im Jahr kostet und Sie da plötzlich vielleicht 25 Euro am Tag zahlen würden, dann sieht die Situation des eigenen Autos plötzlich ganz anders aus. Wir gehen ja mit einem, und wir gerade in Berlin, wir haben eine Stadt, die ist 3,5 Millionen Menschen groß, die ist aber für 4,8 Millionen gebaut. Wir haben ja noch Platz ohne Ende. Und dementsprechend stellen die Leute auch ihr Gerät, so der klassische, ich hätte mal gesagt, Schwabe kann auch in Westfalen sein, der sagt, ich brauche kein Auto mehr. Aber natürlich habe ich noch eins, denn genau diese eine Fahrt, die ich im Jahr habe, dafür habe ich das Auto vor der Tür. Kann ich mir auch leisten. Selbst in der strengsten parkraumbewirtschafteten Zone in Berlin kostet ein Auto abstellen für 2 Jahre 40 Euro. Das ist nichts. Solange wir mit dem öffentlichen Raum in den Städten so umgehen, so ihn so verschludern, deshalb sehen diese Städte auch so hässlich aus, weil überall diese Blechkisten stehen. Das wird sich verschieben. Das fängt in Wien an, das fängt in Helsinki an, das fängt in Kopenhagen an und das ändert den Diskurs. Ich muss dafür natürlich immer peu à peu die Alternativen bereitstellen. Und das ist natürlich ein städtisches Thema. Das dürfen wir natürlich nicht verschweigen. Das ist kein ländliches Thema. Aber in den großen anderen Städten fängt das an, jetzt wirklich auch eine soziale Relevanz zu bekommen. Ich bin verblüfft, wie billig Parken in Berlin ist. Also wenn man in den Niederlanden sein Auto an der verkehrten Stelle abstellt, dann kostet das gleich mal 90 Euro. Ja. Egal, wie lange man da steht. Wir haben jetzt gerade gehört, also das durchschnittliche Alter eines Neuwagenkäufers bei Daimler-Benz ist 56 Jahre. Da würde ich mir ja massiv Sorgen machen, ja, dass mir die Kundschaft dann tatsächlich irgendwann mal biologisch einfach verschwindet. Was auch vielleicht also mit der Marke natürlich auch ein bisschen zusammenhängt, ja, so jüngere tendieren vielleicht eher zu BMW oder zu Audi und so weiter. Jetzt ist aber, was ich so zumindest mitbekommen habe, Daimler vielleicht auch nicht unbedingt ganz vorne dabei, was jetzt die technische Revolution anbelangt, also E-Mobilität und so weiter. Aber so generell, ist die deutsche Automobilindustrie da vielleicht ein bisschen träge, was diese technischen Neuerungen anbelangt? Also zu dem Thema Daimler habe ich noch eine andere Zahl im Kopf. Der durchschnittliche Chinese, der eine S-Klasse kauft, ist ungefähr 27 Jahre alt. Also so viel zu den Absatzmärkten. Mal noch ein Thema zu der Technologieführerschaft. Also wir haben jetzt viel über Digitalisierung, über Elektrifizierung gesprochen. Da wird derzeit sehr, sehr viel getan. Wir haben aber noch ein anderes Thema, nämlich die Automatisierung. Und da ist es tatsächlich so, dass die deutschen Automobilhersteller und auch die Systemlieferanten, also die großen Lieferanten in Deutschland, eine sehr, sehr gute Position haben, weil sie dort schon seit, ja, sagen wir mal, mit dem Thema assistiertem Fahren, Assistenzsystem, eigentlich schon seit vielen Jahren eigentlich schon Ansatzpunkte hatten. Und jetzt geht das Ganze natürlich weg von klassischen Assistenzsystemen hin zu automatisierten Systemen bis hin zu dem Thema vollautomatisiertes bzw. autonomen Fahren. Wir hatten oben vorhin vom Professor Knie das Google-Auto gesehen, das ja dann in der Lage ist, komplett autonom zu fahren.
Also in den Gebieten, würde ich sagen, sind die deutschen Automobilhersteller nicht schlecht oder die Zulieferer nicht schlecht aufgestellt. Man muss aber natürlich immer auch die anderen Akteure so ein bisschen im Kopf behalten, was beispielsweise im Silicon Valley derzeit gerade gemacht wird. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir hatten es vorhin bei der Elektromobilität, warum keiner die Fahrzeuge kauft. Ein ähnliches Konstrukt bzw. ähnliche Rahmenbedingungen haben wir jetzt auch im Thema automatisiertem Fahren, weil teilweise eben ja, Rechtsrahmen geändert werden müssten, damit beispielsweise auch ein Fahrzeug ohne Fahrzeugführer überhaupt durch den, sag jetzt mal, deutschen Straßenverkehr fahren darf. Das heißt, auch da haben wir natürlich wieder diese Rechtslage, die Rahmenbedingungen, die natürlich auch berücksichtigt werden müssen, sodass teilweise vielleicht technologisch eine sehr, sehr gute Basis da ist, aber man derzeit noch gar nicht so viel sieht. Man will es, der Käufer, die Käuferin überhaupt, so ein autonom fahrendes Auto, ja, ich meine, man sagt immer die Freude am Fahren, ja, man setzt sich rein, man kann aufs Gaspedal drücken und so weiter, das nimmt einem das Auto ja dann eigentlich ab. Ist das psychologisch überhaupt vorstellbar, dass sowas dann eine große Verbreitung finden wird, kann? Also wir können ja mal, Sie haben ja vorhin auch gefragt, das Publikum, ich würde das jetzt auch gerne mal machen, so ein Publikumsjoker. Wer von Ihnen steht gerne im Stau? Okay. Zweite Frage, wer von Ihnen fährt gerne Stop and Go? Ja, also es gibt es, wir haben ja hier Wortmeldungen gesehen, also Meldungen gesehen, aber es ist sehr selten. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es einfach attraktiv. Also natürlich, es macht Spaß, Auto zu fahren, wenn die Autobahn frei ist. Wir hatten das A20-Beispiel. Wenn das alles entspannt ist, Witterung gut, man Zeit hat, vielleicht in Urlaub fährt oder Ähnliches. Attraktiv ist es halt in Situationen, wo ich fahre, wo es mühselig ist, wo ein dichter Verkehr ist, wir sagen auch gebundener Verkehr, also fahren Sie mal durchs Ruhrgebiet, freie Geschwindigkeitswahl ist nicht, ja, ganz egal auch, was sozusagen vielleicht an der Verkehrsbeeinflussungsanlage steht, weil einfach die umgebenden Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit mitbestimmen. Und in dem Moment können Sie eigentlich nur noch im Verkehrsfluss, im Ideal stehen Sie nicht, mitfließen. Und da hat das nicht mehr so viel zu tun mit Freude am Fahren in der Konstellation. Also wenn ich relativ dichten Verkehr habe. Und da sind viele Menschen eigentlich recht gerne bereit und sagen, ja, in so einer Situation würde ich die Kontrolle abgeben. Und das sind auch die ersten Anwendungsszenarien. Das heißt, die Automobilindustrie, es gibt unterschiedliche Zahlen, die dort genannt werden, wann es auf den Markt kommt. Ganz mutige tendieren Richtung 2018, 2023. Also ich sage mal so 2020 ist das ein Thema, wo wir das in Form von Produkten auf der Straße haben werden. Das ist zumindest das, was die Automobilindustrie im Moment sagt. Und das ist auch nicht völlig abstrus, weil die Technologien heute schon sehr, sehr weit sind. Wir haben diese Sachen teilweise schon quasi im Auto. Es gibt sogenannte ACC-Systeme. ACC heißt Adaptive Cruise Control. Das ist im Prinzip, Sie wählen vor eine Geschwindigkeit, also ein Tempomat. Und gleichzeitig wird die Relation zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten, also der Sicherheitsabstand. Wenn der Vordermann langsamer fährt, fährt Ihr Auto auch langsamer. Wenn der Vordermann schneller fährt, beschleunigt Ihr Auto auch bis zu der Geschwindigkeit, die Sie als Obergrenze vorgewählt haben. Das ist heute Serie, das können Sie kaufen. Es gibt Spurhaltesysteme. Das heißt also, wenn Sie sozusagen das Lenkrad kurze Zeit loslassen oder unaufmerksam sind, Sie nähern sich halt eben dem Seitenstreifen, dann erfolgt halt ein Lenkeingriff und Sie werden wieder in die Mitte der Fahrbahn geführt. Auch das ist heute in Serie schon kaufbar. Allerdings hat man das halt, sage ich mal, stark limitiert. Also die ACC-Systeme haben zum Beispiel Geschwindigkeitsgrenzen. Wenn Sie die Hand oder die Hände längere Zeit vom Lenkrad nehmen, dann piept Ihr Auto und sagt, bitte Lenkung übernehmen. Und wenn Sie es dann nicht tun, dann wird das System künstlich abgeschaltet. Prinzipiell ist es aber möglich, unter bestimmten Randbedingungen, unter definierten Randbedingungen, und die haben wir auf der Autobahn ganz gut, da fahren alle in eine Richtung, da hat man wenig Fußgänger, Radfahrer idealerweise auch nicht. Das heißt, die Komplexität der Situation ist überschaubar und deshalb ist es eigentlich sehr realistisch, sowas umzusetzen. Und die Menschen, die halt eben das auch gefahren sind, auch mit Vorbehalten, sagen sehr schnell, oh, das ist ja eigentlich doch ganz originell, das ist gut. Also es wird sehr, sehr positiv wahrgenommen und auch als entlastend. Wir haben das ja schon bei den spurgeführten Systemen. Dort haben wir die Empirie ja schon hatten. Wir hatten in Berlin immer eine selbstfahrende U-Bahn. Die war am Anfang auch eine Sensation. Dann war das völlig normal. Die ist mittlerweile abgeschafft. Wir hatten zwischendurch übrigens auch schon mal eine Magnetbahn in West-Berlin. Die stürzte dann spektakulär ab. Fuhr auch automatisch, war auch kein Problem.
Ganz Nürnberg fährt völlig automatisch in der U-Bahn, war auch überhaupt kein Thema. In Paris steigen sie in die Metro, ob da einer fährt oder nicht, das wissen sie gar nicht, es ist keiner drin. Ne? Also das heißt, das sehen wir nicht als Problem. Das Problem ist, warum das bisher nicht wirklich in die Pötte gekommen ist, ist ja kein technisches Problem, sondern ist ein Mentalitätsproblem. Die deutschen Autohersteller, wie bei ganzen europäischen, hatten schon das größte, nach wie vor größte, mit Abstand größte Forschungsvorhaben, was die europäische Industrie im Forschungsbereich hatte, war Prometheus, hieß das. Das war in den 70er Jahren ein vollautomatisiertes, autonomes Fahrsystem. Das Problem war nur, dass so Leute wie Martin Winterkorn, um mal eine Größe, lokale Größe zu nennen, sagen, da habe ich aber dann ein Problem, weil die Autoindustrie lebt davon, ich fahre, also bin ich. Wenn ich nicht mehr fahre, bin ich ja nicht mehr. So, und da fängt das Problem an, da wird, deshalb meine ich das mit dem Google-Car. Die deutsche Autoindustrie, wir haben es ja gerade von Herrn Lämmer wieder gehört, denkt von der jetzigen Konstruktion des Autos noch besser, noch toller, noch mehr Technik, noch mehr Features, noch schlauer. Und jetzt wird, werden die, Sie müssen mal diese autonomen oder diese teilautonomen oder teilautomatischen Autos sehen, die sind voll gespickt mit Technik. Noch teurer, noch mehr, noch mehr. Und das macht Google völlig anders. Ja, die erfinden dabei wirklich das Gerätauto auch neu, weil sie andere Nutzungsstrukturen haben. Und da ist der Kampf, ich sehe das auch, die autoherstellende Industrie, insbesondere die Zulieferindustrie oder die Partnerindustrien sind sehr weit, aber ob wir das richtige Konzept für das autonome Auto haben, ob wir wirklich am Bedarf der Menschen genau ausgerichtet das machen, da habe ich gerade meine ganz großen Zweifel, ob wir da nicht ganz knapp vorbeifahren. Ne? Und das ist eine neue Erfahrung, die wir auch noch diskutieren müssen. Noch ganz kurz, da bin ich gleich dabei. China, übrigens tatsächlich, China ist ein, VW verkauft mittlerweile mehr als 34% seiner Autos in China. Ne? 34% muss man nochmal, also China ist der Markt der Möglichkeiten. Dort wird übrigens Perzeption von Autos auch wieder anders gesehen. Und auch nochmal zum Lifestyle und zur Veränderung. Ne? Und wenn Sie dann im Silicon Valley sind, in Kalifornien sind, dann sehen Sie, dass da wirklich bei allen wichtigen Menschen, die was zu sagen haben, das Elektroauto vor der Tür steht. Der Tesla. Und wenn Sie jetzt wissen, dass Kalifornien nämlich die Dream Machine ist, alle unsere Bilder, alle unsere Vorstellungen von gutem Leben, auch gerade in China, kommen alle aus Kalifornien. In Kalifornien werden die Bilder der Zukunft gemacht. Daran orientieren sich alle, insbesondere der asiatische Markt. Und dann wird plötzlich das Elektroauto eine ganz andere Bedeutung bekommen. Dann ist das autonome Fahren, das Google-Auto, das Apple-Auto eine ganz andere Form. Und da habe ich jetzt persönlich Zweifel, ob wir in Deutschland mit unserem Industriestrukturbild noch an einer Welt festhalten, die möglicherweise sich in 10, 20, 25 Jahren schneller überholt hat. Ne? Siehe Karstadt, siehe RWE, siehe E.ON, als das, was wir uns vorstellen können. Ich kann das im Wesentlichen nur unterstreichen. Ich persönlich glaube auch, ähnlich wie Sie, dass das autonome Fahren sich trotz der mentalen und der psychologischen Barrieren macht keinen Spaß mehr durchsetzen wird. Ja, wenn ich mit Leuten rede, dann ist die erste Reaktion auch immer, die sagen mir, wenn ich ein autonomes Auto habe, dann fahre ich gar nicht mehr Auto, dann was will ich da? Ich will ja eigentlich fahren und will aktiv sein. Ja. Aber ich glaube, das werden Lernprozesse sein. Man wird sich daran gewöhnen, so wie man auch 1970 gesagt hat, ich gehe doch nicht in den Supermarkt und hol mir die Sachen selber aus dem Regal, das muss doch gefälligst bitte die Tante Emma hinter der Theke für mich machen. Wenn ich dir sage, was ich haben will, macht ihr das für mich, die bedient mich. Und innerhalb von ein, zwei Jahren, fünf Jahren hat man sich daran gewöhnt und das hat sich komplett umgestellt und die ganzen kleinen Läden waren ratzepatz weg. Ja, der kleine Buchhändler meines Vertrauens, wo irgendwann Leute gesagt haben, den brauche ich, der gibt mir einen Tipp und der behandelt mich immer so persönlich und so weiter. Das ist alles innerhalb kurzer Zeit weg, weil sich die Gewohnheiten dann eben doch umstellen. Und wenn China bedient wird mit autonomen Fahrzeugen, dann werden wir hier nicht tatenlos zugucken und davon träumen, dass es bei uns, sondern das wird dann hier auch passieren. Ja. Auf industrieller Ebene vielleicht wird man da abgehängt, das kann ich schwer beurteilen, weil ich nicht so ein Industrieforscher bin, aber im Verhalten, in der Mobilität wird man sich da dranhängen, spätestens dann und wird das auch machen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe, Sie haben es vorhin gesagt, 2001 habe ich im DLR angefangen dort haben mir ernstzunehmende Kollegen gesagt, dass die Automobilindustrie, ach wissen Sie ja, das mit dem autonomen Fahren und automatisiertes Fahren, den Quatsch lassen Sie mal sein, ja, wir werden wahrscheinlich nie Projekte dann zusammen machen. Wir finden das zwar prinzipiell nicht schlecht und für Studenten ist das auch prima, dann studieren die wenigstens Kraftfahrzeugtechnik und machen das Richtige, aber ansonsten brauchen wir diesen Unsinn nicht.
Von daher ist das, was wir heute gesehen haben, Google, bin ich super dankbar, weil Google mit einem unheimlich medialen Hype dieses Thema, ja, ich sag mal, salonfähig gemacht hat, auch gerade bei der deutschen Automobilindustrie und bei den deutschen Automobilzulieferern. Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal genau anguckt, gucken Sie sich das Fahrzeug mal an bei YouTube, die Innenraumgestaltung und so weiter. Das ist ein sehr, sehr einfacher Forschungsträger vom Aufbau. Dieser kleine Turm, der oben drauf ist, ist ein Laserscanner. Das sind Sensoren, die sind irrsinnig teuer, teurer als wahrscheinlich die Autos, die Sie heute fahren. Hier aus diesem Saal behaupte ich jetzt einfach mal. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Und ich glaube, dass die Chance für die deutsche Industrie ist, dieses halt eben sozusagen wirklich zum Industrieprodukt zu machen. Das heißt also die Miniaturisierung. Bei Prometheus hatte man halt eben ein Fahrzeug, wo der ganze Kofferraum voll war mit Rechnern, um dieses halt eben heute zu realisieren. Wir haben heute Forschungsfahrzeuge, da sieht man das nicht mehr. Sie sehen die Sensoren nicht mehr, sie sind verbaut. Sie haben einen Kofferraum, wo Sie auch einen Koffer reinpacken können. Wir brauchen bestenfalls noch die Reserveradmulde, wo die Technik drin ist, und das wird halt eben weiter schrumpfen. Und das halt eben so ein Fahrzeug, also eines der ersten Forschungsfahrzeuge, womit wir auch autonom gefahren sind, das hatte halt eben einen Wert von fast 1 Million Euro. Wir haben, wenn man nicht gerade sehr betucht ist, ist die Käuferanzahl wahrscheinlich relativ überschaubar. Also das ändert sich aber ganz massiv. Das heißt, die Sensorik wird leistungsfähiger, wird kleiner und wird halt eben deutlich billiger. Und ich glaube, das ist die Chance auf die deutsche Automobilindustrie, diese Technologie umsetzbar zu machen. Und natürlich gibt es halt eben auch andere Mechanismen. Das heißt also, Google will ja nicht Autos bauen per se, sondern die haben eigentlich zwei Interessen. Erstens, das Thema Straßenverkehr oder sich im Verkehr zu bewegen, ist unheimlich komplex. Dabei entstehen unheimlich komplexe Daten. Und die haben ein eigenes Interesse, auch Forschungsinteresse. Was kann man eigentlich mit diesen Daten machen? Google ist sehr gut mit Daten, mit Algorithmen. Und das heißt, die Frage, wo kriege ich eigentlich eine Quelle, wo es Sinn macht, das zu untersuchen, also ist für die attraktiv. Und der zweite Punkt, der ist auch als Geschäftsmodell attraktiv. Was machen denn die Leute, wenn sie nicht mehr fahren? Ja, wie nutzen Sie denn die Zeit? Und das ist wiederum ein interessantes Geschäftsmodell. Da kann ich ja dann halt eben denen auf einem Tablet zeigen, was Sie hier noch in der Region gerade kaufen könnten. Man könnte auch noch online was bestellen und Ähnliches. Und dahinter stecken dann ganz andere Geschäftsmodelle. Und in der Tat, wenn das nicht verstanden wird, was sozusagen als, ja, was wir unter Industrie 4.0 subsumieren oder Digitalisierung oder Software as a Service, also diese Service-Orientierung, das wird der große Umbruch sein, und der wird natürlich auch die Mobilität letzten Endes erfassen. Aber ich glaube, dass halt gerade im Wettbewerb zwischen dem, was, sage ich mal, die IT-Firmen, es ist ja nicht nur Google, Apple geht ja auch in die Richtung, und dem, was halt sozusagen die, will ich sagen, deutsche Schwerindustrie, aber Automobilindustrie macht, ich glaube, beide Seiten können noch eine ganze Menge lernen. Also ich kann mir gut vorstellen, beim autonomen Auto oder Autofahren endlich Vögel beobachten zu können, weil jetzt bekomme ich immer Ärger mit der Frau, wenn ich da Ausschau halte. Also aber die, so ein bisschen ein Risikopunkt möchte ich da jetzt noch ansprechen, was die Digitalisierung, Vernetzung und so weiter anbelangt. Ja, also man ging ja kürzlich ging ja auch eine Meldung durch die Medien, ja, dass man es geschafft hat, aus der Ferne quasi sich in so ein Auto reinzuhacken. Da bieten sich natürlich schon Szenarien, ja, also man hat hier lauter vernetzte autonome Autos und so, und dann speist jemand ein Virus ein und plötzlich liegt der komplette Verkehr lahm. Lässt sich sowas verhindern? Ja, das lässt sich verhindern, und es ist auch kein Phänomen, das jetzt nur die deutschen Automobilbauer irgendwie treffen würde, sondern das sind durchaus auch amerikanische Fahrzeuge beispielsweise, die gehackt werden können. Ich glaube aber, dass die deutsche Automobilindustrie einen sehr, sehr großen Vorteil in dem Bereich hat, weil die deutschen Hersteller sehr gut darin sind, Fahrzeuge oder Systeme abzusichern. Das heißt, wenn die Probleme jetzt mal bekannt sind und Gott sei Dank ist bisher nicht allzu vieles passiert, dann wird man da natürlich einen größeren Wert auch drauflegen, die Fahrzeuge dann sicher zu machen und dass die eben halt auch nicht gehackt werden können. Also das ist auf jeden Fall eine Grundprämisse, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Wir reden jetzt viel über Komfort im Bereich des automatisierten Fahrens. Ein Hauptziel, warum man eigentlich diesen, ja, ich sag mal, diese Entwicklung mitbegleitet, ist sicherlich der Punkt der Sicherheit. Man möchte weniger Verkehrstote im Straßenverkehr haben, und dadurch bieten sich eben diese hochtechnischen Systeme an, genau diese Verkehrstotenzahlen dann auch zu reduzieren.
Und die Thematik der Sicherheit ist dabei ein wesentlicher Baustein, damit auch das Thema natürlich salonfähig wird und auch die Kunden den Fahrzeugen vertrauen und den Systemen vertrauen. Aber die Tests, die bisher gemacht wurden, wo auch Personen schon mal in so halbautomatisierte oder beziehungsweise vollautomatisierte Fahrzeuge reingesetzt wurden, die sind eigentlich äußerst positiv, weil man dann natürlich auch, man hat es jetzt auch schon angesprochen, sehr schnell auf die Idee kommen kann, Mensch, jetzt habe ich natürlich eine gewisse Freizeit, die ich jetzt auch nutzen kann, ich muss mich nicht mehr ums Fahren kümmern. Das erste Szenario wird sicherlich die Autobahn sein, auf längeren Strecken, wo ich wirklich die Hände vom Lenkrad nehmen kann, die Füße wegnehmen kann und je nach Fahrzeug, wie es dann auch dimensioniert ist, natürlich auch anderen Nebentätigkeiten nachgehen kann. Und spätestens, wenn das dann mal weggeht von der Autobahn, vielleicht auf die Landstraße oder den innerstädtischen Bereich, sind die Systeme wahnsinnig interessant. Und dann müssen sich nicht nur die IT-Firmen, die es jetzt schon machen, sondern auch die Automobilhersteller und die Zulieferer natürlich Gedanken machen, wie sie mit diesem Gut der Daten und mit der Freizeit der Menschen natürlich auch Profit schlagen können und geeignete Geschäftsmodelle anbieten sollten. Müsste sich aber dazu nicht auch unsere komplette Verkehrsinfrastruktur wandeln? Ja, ich meine, wenn ich heute zum Beispiel mit der Bahn nach Berlin fahre, dann habe ich ja oft das Problem, dass ich zwischen Wolfsburg und Berlin praktisch keinen Mobiltelefonempfang habe. Ja, also Datentransfer findet ja schlecht statt. Ja, wir haben ja jetzt schon einen massiven Investitionsrückstand, was unsere momentane Verkehrsinfrastruktur anbelangt. Also der Ansatz beim hochautomatisierten Fahren ist, dass man halt eben keine spezifischen Anforderungen an die Infrastruktur stellt. Das wäre auch ein K.O.-Kriterium, muss man eigentlich sagen. Das heißt, wir werden ja nicht an einem Tag X plötzlich alle Fahrzeuge hochautomatisiert haben. Das heißt, es wird einen langen Zeitraum geben, wo sich das verändert. Das heißt, also, wenn Sie heute ein neues Fahrzeug kaufen, dann lebt das halt in Größenordnung 10 Jahre, technisch gesehen. Schon allein dadurch werden wir halt einen langen Übergangszeitraum haben. Das Thema Konnektivität, also Fahrzeug-Fahrzeug, Fahrzeuginfrastrukturkommunikation, wird das Thema hochautomatisierte Fahren noch beflügeln und optimieren und verbessern. Aber der Ansatz ist eigentlich, dass diese Fahrzeuge dediziert ohne Kommunikation auskommen. Das heißt, also ein autonomes Fahrzeug erkennt die Umwelt alleine, trifft halt eben auch auf der Basis dann die Entscheidung. Es gibt natürlich keine 100% sichere Technik nirgendwo, aber die Technik ist leistungsfähiger, besser als wir als Mensch sind. Also es passieren weniger Fehler damit. Und das ist genau dieser Sicherheitsgewinn, der eben schon angesprochen wurde, der es attraktiv macht. Und man kann die Komplexität reduzieren, indem man halt in bestimmte Szenarien denkt. Also Autobahn-Szenario ist etwas, was halt im Moment ganz oben auf der Agenda steht, weil es halt bestimmte Randbedingungen gibt und auch jetzt sind die Autobahnen die Bereiche oder die Straßen, die am sichersten sind. Innerstädtischer Bereich ist sehr komplex, das heißt, also das wird noch sicherlich sehr, sehr lange dauern, bis wir halt eben gemeinsam hochautomatisiert durch die Innenstädte fahren, weil einfach Fußgänger, Radfahrer, Einmündung und so weiter halt dann da sind. Aber was denkbar ist, das auch in näherer Zukunft im städtischen Bereich, dass wir in bestimmten Situationen automatisieren. Also Sie kennen das aus den ganzen amerikanischen Filmen, ja, da ist ein Hotel, Sie fahren vor und dann geben Sie halt eben den Schlüssel ab. Zukünftig wird es halt eben so sein, Sie fahren zu einem Parkhaus, müssen dort nicht mehr hinein, obwohl es dunkel und zugig dort ist, sondern das Fahrzeug parkt dort alleine ein. Wir haben 2013 ein Szenario öffentlich demonstriert. Sie fahren mit Ihrem Auto zum Bahnhof. Die Schranke geht hoch am Parkplatz und da es halt eben zeitlich gesehen ein bisschen eng ist, Züge sind meistens nämlich doch pünktlich in Summe, aber im Straßenverkehr haben Sie ein bisschen im Stau gestanden, haben Sie es ein bisschen eilig. Das heißt, Sie steigen nur noch aus, nehmen halt eben Ihre Tasche, drücken aufs Smartphone und sagen, park dich mal weg. Das Auto sucht sich den Parkplatz, parkt ein, hervorragend. Und Sie sitzen dann schon im Zug. Und wenn Sie wiederkommen, dann rufen Sie Ihr Auto. Und da das Smartphone weiß, wo Sie sich gerade befinden, kommt das Auto vorgefahren. Sie packen Ihr Gepäck dort ein und fahren dort los. Das heißt, also in bestimmten Situationen, also abgeschlossenes Gebiet, wie zum Beispiel ein Parkhaus oder ein Parkplatz oder ähnliches, das sind Szenarien, die sind eigentlich relativ schnell denkbar, dass ich mich halt eben durch eine komplexe Innenstadt bewege. Da ist es dann egal, ob es Berlin oder Dortmund oder Hannover ist. Das wird sicherlich noch sehr, sehr lange dauern und da reden wir halt auch nicht über 5 Jahre.
Ja, das Auto fährt ja dann, das wurde ja schon im Kabarett erkannt, das Auto fährt ja dann alleine und besucht zum Beispiel auch alleine die Schwiegermutter. Ne, und macht dann Dinge, die man ganz selber automatisieren möchte. Ich möchte nur ganz kurz, eins sollte man nochmal bei den ganzen Themen der verkehrlichen Aktivitäten, das hatten Sie gerade schon angesprochen, sind natürlich die Kosten. WLAN im Zug, ne? Dafür haben wir jetzt eine schöne Kampagne, da haben Sie wenigstens mal Zeit, sich von der Digitalisierung zu erholen und im Offline auch mal Bücher zu lesen. Vielleicht ist das ja gewünscht, die Lufthansa hat wirklich tatsächlich ihre Kunden befragt, vielleicht waren sie auch daran beteiligt, ist es wünschenswert, dass auch während des Fluges dann auch telefoniert werden kann, und da hat eine überwiegende Mehrzahl der Passagiere sich entschieden, das nicht zu öffnen, weil das ist die einzige Zeit, wo man auch noch einen Excuse hat, dass man eben nicht erreichbar war, weil man ja im Flieger war. Ja, wenn der jetzt genommen würde, hat man die letzten Offline-Felder weg. Aber da müssen wir uns alle drauf einstellen, insbesondere die jungen Leute unter uns. Es wird teurer und es wird sehr, sehr teuer. Ne? Das Netz, was wir uns erlauben an Straßeninfrastruktur und auch an Schieneninfrastruktur, ist völlig unterfinanziert. Und da wir im Moment noch eine Logik haben, immer noch Neubau zu ermöglichen und weniger sozusagen die Bestandsoptimierung. Es hängt viel von Ausschreibungs, von Strukturen ab. Wir sind eben eine Neubaurepublik. Das waren wir immer, und eine Optimierungsrepublik müssen wir erst noch lernen. Wird halt so immer noch neu gebaut, und es wird dabei leider vergessen, dass das, was man gebaut hat, auch dringend noch mal ertüchtigt werden müssen. Also da müssen wir uns noch auf ganz neue Zahlen einstellen. Und das ist auch einer der ganz, neben dem demografischen Wandel, dem wirtschaftsstrukturellen Wandel, auch einer der ganz großen Tabus, die wir im Moment erleben, dass einfach wirklich eine Verschleierung der Kosten hier stattfindet. Wir haben einen Bedarf von mindestens 10 bis 12 Milliarden im Moment im Jahr, und der ist noch sehr konservativ gerechnet. Und im Moment faktisch finanzieren wir 4 bis 5 Milliarden. Das heißt also, wenn Sie jetzt jung sind, dann werden Sie sich darauf einlassen müssen, dass Sie wieder in Zustände kommen, wo eben dieses seamless travel dann doch auch Lücken hat, und da hilft dann irgendwann auch keine App mehr. Da ist im Moment, das hatte ich ja eben schon angedeutet, zurzeit großes Schweigen im Walde. Sie müssen vielleicht auch noch dran denken, dass sämtliche Finanzierungstöpfe für den öffentlichen Verkehr, Sie wissen, dass im öffentlichen Verkehr in Deutschland ohne Steuergelder nahezu nichts geht, das gilt für den Nah-, das gilt aber auch für den Fernverkehr, sämtliche große Finanzierungstöpfe, Gemeindeverkehrswegefinanzierung, Regionalisierungsmittel, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, so heißen diese Instrumente, laufen alle 2019 aus. Alle. Ne? Und es ist im Moment noch nicht klar, wie 2020, 2021 es weitergeht. Also jeder, der eine Straßenbahn betreibt, jeder, der einen Busbetrieb betreibt, weiß im Moment nicht, wie er seine Finanzierungsströme im nächsten oder übernächsten Jahr machen soll. Das gehört auch noch zur deutschen Realität dazu, dass wir im Moment im Politikmanagement auch im Bundesverkehrsministerium ein völliges Desaster erleben. Das ist ja, die Maut ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die wir da gesehen haben. Darunter ergibt sich noch viel mehr, und das ist relativ unbekannt, was da gerade an Nichtstun, Aussitzen und Dilettantismus unterwegs ist. Das wäre vielleicht auch nochmal eine neue sozusagen Veranstaltung wert, was wirklich im Politikmanagement gerade passiert und was nicht passiert. Ja, danke, dass Sie eine neue Veranstaltung angeregt haben, weil ich glaube, sonst müssten wir den Abend hier nochmal verlängern um eine Stunde. Eine letzte Frage hätte ich noch. Also es gibt ja auch immer wieder so Gegenbewegungen, ja, Slow Food, digitale Auszeit. Ist es auch vorstellbar, dass sowas wie langsame Mobilität oder ein bewusstes Entscheiden gegen zunehmende Mobilität irgendwann nochmal breitere Verbreitung finden könnte in der Zukunft, weil die Leute entschleunigen wollen? Kurze Antwort, nein. Warum nicht? Weil die Einschränkung der Mobilität natürlich erstmal auch eine Einschränkung von Gewohnheiten und Lebensstilen ist. Trotzdem habe ich jetzt gerade, als Herr Knie so geschildert hat, was auf uns zukommt, finanziell gedacht, das stimmt schon alles. Ja, die Infrastruktur ist extrem unterfinanziert und sie geht kaputt. Es gibt viele Stellen auf den Autobahnen, wo sie nur noch 60 oder 40 fahren dürfen auf Brücken, weil die Brücke das sonst nicht mehr aushält. Die Nutzerkosten, ja, jenseits der Steuern für die Infrastruktur und der Straßennutzungsgebühren, die Nutzerkosten in der eigentlichen Mobilität werden auch zunehmen. Das klingt alles angsteinflößend, aber das geht ja alles über lange Zeiträume hinweg, also über lange Perioden. Und ich glaube, dass wir uns da als Gesamtgesellschaft auch mit dran gewöhnen werden. Ja? Und dann ist es vielleicht irgendwann mal so, dass wenn man von der Universität
Dortmund zur Universität nach Köln wechselt, was ich irgendwann mal vielleicht machen könnte. Ich mache es bestimmt nicht, aber könnte ja sein. Das sind also 100 Kilometer, dass ich da nicht mehr überlege, wie schaffe ich denn das, morgens um 6 dahin zu fahren und abends um 6 zurück. Und dann muss ich eben nach Köln ziehen. Das war früher ja auch nicht anders. Also kleinräumlich langsam sich bewegen heißt ja nicht unbedingt, dass wir jetzt zu alten Dorfstrukturen zurückkommen. Aber umgekehrt muss man auch sagen, der Zusatznutzen jetzt an, ich habe es vorhin angesprochen, soziale Vernetzung, ökonomischem Gewinn, Karriere und so weiter, der durch die immer weitere Ausdehnung praktisch unserer Aktionsräume zustande kommt, dieser Zusatznutzen für uns hat vielleicht irgendwo auch seine Grenzen. Ja, als Wissenschaftler ist es wichtig, dass man ab und zu mal ins Ausland zu Tagungen fährt und das kann Italien sein oder England, bei mir ist es meistens England oder Holland, aber ob es dann China sein muss oder immer wieder die USA, kann man auch mal in Frage stellen, ob das wirklich noch so viel bringt, dass man nun genau diese zwei Leute in Peking trifft oder ob es nicht auch die hervorragende Verkehrsforschungsgruppe in Delft oder in Leeds tun würde, kann man doch mal in Frage stellen. Also das vielleicht zum Thema, müssen wir uns in der Mobilität einschränken oder tun wir das sogar bewusst, sondern gerne bewegen wir uns langsam, gerne langsam fort, gerne nicht. Aber ich glaube, so dramatisch, furchteinflößend wird es auch nicht werden. Und ganz kurze Anmerkung noch vielleicht zum Thema vorhin, das autonome Fahrzeug fiel mir nur gerade ein. Gab es heute einen ganz schönen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wen es interessiert, ist heute auf der obersten Seite im Internet auf süddeutsche.de. Da gibt einen ganz schönen Einblick in autonome Fahrzeuge und welche Probleme da mit konfrontiert sind. Solange wir in modernen Gesellschaften leben, in modernen, pluralen, demokratischen Gesellschaften, werden wir immer raumübergreifende, raumüberwindende Gesellschaften haben. Denn Sie sehen das ja immer an Diktaturen. Was machen Diktaturen als erstes? Immer Ausgehsperren erschließen. Da bin ich auch mit der Partei, der ich ja nahestehe, Sie können sich ja wahrscheinlich lebend vorstellen, welche das sein könnte. Da haben wir auch immer ein großes Problem. Könnten wir Bewegungseinschränkungen uns vorstellen? Und das können wir uns tatsächlich jetzt soziologisch gesehen nicht. Ja, die Ausmaß der Bewegung, das wollte ich auch nochmal sagen, ob man jetzt für 17 Euro mal nach Turin fliegt oder für 44 Euro mal kurz halb um den Globus fliegt, das wird, da haben wir auch übrigens auch schon wieder gleich Rückgänge. Und wenn, wie gesagt, das, was ja im Moment auch das Drama und das Gute zugleich ist, dass die Bewegung im Raum ja nichts mehr kostet. Ne? Solange Sie im Internet bestellen können, was das Zeug hält, ne? Und der Transport am Warenwert vielleicht 3-4% hat, bestellen Sie natürlich auch. Ne? Wir sind ja immer am Abend gefragt, sind wir vielleicht nicht die Lösung, sondern doch eher das Problem. Und dann stellen Sie fest, Sie sind das Problem. Ne? Und wenn das aber passiert, dass tatsächlich der Transport von Gütern und von Personen wieder das kostet, was er eigentlich kosten müsste und die Kompensation über Steuergelder nicht mehr funktioniert, dann wird die Widerständigkeit des Raumes auch wieder anwachsen. Das sehe ich dann auch, ohne dass wir wieder eine rückwärtsgewandte oder rückmoderne Gesellschaft werden. Wir müssen dann schauen, auf welche Intelligenz, die wir bis dahin akkumuliert haben, vielleicht dann auch einsetzen könnten. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Schönen Abend noch und kommen Sie gut nach Hause.